geworden. Thematisches Investieren, was heißt das überhaupt? Thematisches Investieren heißt, wir setzen langfristig und breit diversifiziert auf Trends und auf Themen, aber speziell Themen der Zukunft. Und bevor wir uns mit den einzelnen Themen beschäftigen, müssen wir uns dann natürlich erstmal mit der Zukunft beschäftigen. Was bedeutet überhaupt Zukunft? Was sind die Themen der Zukunft? Und deshalb möchte ich starten mit einem kleinen Video zum Thema Zukunft. Der Film ist von Gerd Leonhard, er ist Futurist und beschreibt das, was uns in der Zukunft erwartet, sehr gut. Are you excited about the future or are you worried? Are you expecting good things or more misery? These days, it seems like all around us, the future is getting bleaker and bleaker. Netflix and Hollywood are telling us about dystopian scenarios. The news are showing more reels of climate change disasters, economic issues, clueless CEOs and politicians. And of course, in the end, the robots will take our jobs and then they're going to harvest our bodies for energy. But despite all of that noise, I am here to tell you that the future is better than we think. I believe that human ingenuity, our science and technology, can and will solve most of our long-standing problems. I also believe that human kindness and the ability to collaborate will prevail. But we're running out of time because the future is arriving faster than we think. Actually, the future is already here, we just haven't paid enough attention. Science fiction is becoming science fact, and we are at a fork in the road. The next 10 years will bring more change than the previous 100 years. We must make the right decisions now if we want a good future. Den Film jedem nur ans Herz legen. Er geht nur 12 Minuten, aber er beschreibt genau das, was wir eingangs gehört haben. Wir selbst haben die Zukunft in der Hand. Wir müssen in die Sachen investieren, die uns eine gute Zukunft bringen. Und genau um diese Themen geht es. Er beschreibt es sehr gut, dass wir als Menschen, als Gesellschaft es selber in der Hand haben, eine gute Zukunft zu erzwingen. Und dabei geht es um Technologie, dabei geht es um Nachhaltigkeit und dabei geht es um die Veränderung der Gesellschaft an sich. Und genau auf das möchten wir heute auch den Fokus legen, auf Technologie und auf Nachhaltigkeit, weil wir die Möglichkeit haben, mit Wissenschaft und mit unserer Technologie, die uns zur Verfügung steht, eine gute Zukunft zu schaffen. Und in der Vergangenheit haben wir schon einige dieser Technologien auch investierbar gemacht. Das sind zum Beispiel AI und Robotics. Das sind aber auch andere Sachen wie Smart Farming, über die der Futurist auch in seinem Film sehr intensiv spricht. Weil es geht darum, über unsere Technologien, über neue Technologien nachhaltiger zu werden und so eine gute Zukunft für uns alle zu schaffen. Bevor wir uns aber Gedanken machen, wie sieht das Ganze in der Zukunft aus, wollen wir starten damit, dass wir erstmal einen Schritt in die Vergangenheit schauen, nämlich auf genau die Themen, die wir bereits in der Vergangenheit aufgelegt haben, die wir investierbar gemacht haben, weil wir sind natürlich an einem Punkt auch angelangt mit steigenden Zinsen, mit Inflation, die Rahmenbedingungen haben sich geändert und deshalb muss man vielleicht auch hier auf die Themen schauen, welche sind noch Themen für die Zukunft,
welche Technologien muss man vielleicht verändern, wo sollte man vielleicht einen Switch machen von bestehenden Themen, die bereits vor einigen Jahren aufgelegt worden sind, in neue Themen, die genau für diese gute Zukunft auch sind. Und deshalb begrüße ich als erstes Maurizio Porfiri, er ist CIO von CAT Financial Products und wird uns jetzt in der nächsten halben Stunde einen Review über unsere bestehenden Themen geben. Welche sind noch investierbar, wo sollte man vielleicht noch drin sein, aber vor allem auch auf die, wo sich vielleicht ein Wechsel anbietet. Herzlich willkommen, Maurizio. Vielen Dank, Roman, für die Einleitung und herzlich willkommen, die Leute hier in unserem Eventraum und die Leute online. Ich nehme mir kurz die Fernbedienung. Ja, das ist sicherlich eine der schwierigeren Präsentationen, die ich halten werde, weil, wie wir alle wissen, stehen die Märkte eher auf den Tiefständen des Jahres. Es hat sich sehr viel verändert über die letzten 9 Monate. Und ich würde das gerne ein bisschen in einen Kontext bringen. Wie steht es um die Investments, welche wir, sagen wir mal, seit Mai 2020 unseren Kunden angeboten haben und wo wir sicherlich gute Gründe hatten, diese Aktien oder diesen Baskets zu kaufen und wie die Situation jetzt aussieht und dann auch noch, was wir unseren Kunden oder den Leuten empfehlen, wo man sich zusammen mit zwei Herren hier, die auch noch anwesend sind, wo wir uns da bewegen sollten. Ich starte am besten die Agenda. Wir werden kurz eine kleine Übersicht zum Marktausblick geben. Wir hatten vor 2-3 Wochen eine Kehrtwende eingeläutet. Die Erholung der Märkte ist nicht erfolgt, wie wir uns vielleicht das noch im August erwartet haben. Was sind da die Auswirkungen auf gewisse Themen? Wo wir ein Augenmerk setzen werden, ist Technologie, zyklische Baskets, aber auch der Sektor der Clean Energy und der Electrical Vehicles, also der Elektrofahrzeuge. Wir denken, dass die am meisten betroffen sind und dass da Handlungsbedarf steht. Und dann natürlich, wo geht die Reise hin? Alternativen im aktuellen Marktumfeld. Lassen wir uns kurz mal einen Blick auf die Schätzungen für nächstes Jahr des Bruttoinlandprodukts werfen. Diese wurden nach unten revidiert, noch diese Tage auch vom IMF. Also man sieht hier, dass die meisten Länder irgendwo noch zwischen 0 und 2% sind, also die starken Wirtschaften, wir reden da von Europa, USA, aber auch Südamerika, auch Asien hat sich stark abgekühlt. Also die Schätzungen lagen Anfang dieses Jahres noch auf überdurchschnittlichem Niveau und für ein leichtes Wachstum. Dies hat sich nun ziemlich stark in den letzten 2-3 Monaten auf eine starke Abkühlung und wir sind sogar von einem Soft-Landing-Szenario nun auf ein Szenario einer Rezession. Mr. Biden hat heute Morgen gesagt, einer leichten Rezession. Wie diese ausfällt, wissen wir noch nicht, aber ich denke, dass hier nun diese Anpassungen im Markt vorgenommen werden und was das für Auswirkungen haben kann auf die Bewertungen, zeige ich in den nächsten Slides. Zuerst noch kurz die Zentralbanken, die waren sehr stark beteiligt an diesem Prozess. Sprich, dass fast alle Zentralbanken nun die Zinsen am Erhöhen sind und sie sind damit noch nicht abgeschlossen. Hier die Anzahl der Zentralbanken, welche Zinsen erhöhen, im Gegensatz zu denen, die die Zinsen noch runternehmen, so eine starke Divergenz haben wir in der ganzen Zeit bis zu den 70er Jahren eigentlich nicht gesehen. Also hier, es ist schon fast ein Wettrennen, wer die Zinsen schneller und stärker erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Also von Record Quantitative Easing auf Record Quantitative Tapering und auch hier diese sogenannte Terminal Rate, wo wird die Fed aufhören, die Zinsen zu erhöhen? Hier zeigt das Fed eigentlich, dass diese Terminal Rate eher nochmal bis tief ins 2023 greifen wird, obwohl der Markt eigentlich schon Zinssenkungen vorausnimmt. Und hier wird sich zeigen,
wer krebst da zurück, wer hat recht. Aber im Moment, don't fight the Fed, haben wir auf dem Weg nach unten proklamiert. Das gilt gleicherweise im Weg nach oben. Und doch noch Anfang Jahr oder bis Mitte Jahr haben wir gesagt, ja, der US-Konsument, der wird es richten. Der US-Konsument hat hohe Savings Rates, so hohe wie noch nie. Und zwar war das auch ein Fakt. Der Durchschnitt der Savings Rates vom verfügbaren Einkommen ist bei 6,8% seit 2002. Und nach der Pandemie hatten wir im Januar 14,2%. Wir sind zurück auf den Durchschnittswert im Januar 2022 auf 6,8. Und innerhalb von 9 Monaten hat sich das ganze Sparguthaben nochmal halbiert. Also die Inflation hat die Sparguthaben aufgefressen, die höheren Kosten, die höheren Mieten, was auch immer da auf den Sparer zugekommen ist, er hat es gebraucht und musste es brauchen. Und das ist natürlich für die nächsten 1-2 Quartale eher eine Schwierigkeit oder, wenn man so sagt, ein Gegenwind. Und nun kommen wir noch kurz zu den Earnings. Auch da, es war eine Hoch- und Talfahrt. Das sind eigentlich diese, das ist ein Earnings Sentiment. Das wird gemessen, wie viele Earnings Upgrades und minus die Downgrades und dann durch die Anzahl gerechnet. Und das zeigt auch hier, dass während des Jahres hat man doch gedacht, also hier ist April 22, im Juli, wir hatten nochmal eine Hoffnung bis in September und nun ist aber doch eigentlich der Fall relativ klar, dass wir eine Abschwächung auch bei den Unternehmen sehen werden. Und diese Abschwächung in Zahlen ausgedrückt ist so, dass man für das dritte Quartal noch 3% Wachstum erwartet für den S&P 500. Für das ganze nächste Jahr sind die Schätzungen noch bei 7%, obwohl Goldman Sachs schon ein bisschen vorgegriffen hat und diese auf 3% Wachstum reduziert hat. Wenn wir in eine Rezession gehen, ist wahrscheinlich diese Zahl auch noch zu hoch. Einfach, dass man hier sich ein bisschen vorbereitet, dass Gewinnwarnungen werden kommen. Das hat man schon gesehen. Schon nur im September haben sich die Gewinnwarnungsmeldungen, ein schwieriges Wort auszudrücken, haben sich mehr als verdoppelt. Und das ist gemessen an der Anzahl der Artikel, die in Bloomberg publiziert werden. Vielleicht hier nochmal kurz zu sagen, es ist wirklich ein außergewöhnliches Jahr. Wenn man nämlich sieht, in den ersten 2 Quartalen sind die Schätzungen sehr stark höher ausgefallen, als der Markt noch erwartete. Also das hat ein getrübtes Bild gegeben, dass eigentlich die Wirtschaft noch besser lief als erwartet und deswegen haben wir diesen Schwung eigentlich in die zweite Hälfte mitgenommen, aber es sieht wirklich so aus, wie so ein bisschen der Coyote Ugly in dem Trickfilm, der rennt da drüber hinaus und plötzlich ist der Boden weg. Und so ist das eigentlich im September passiert, wenn wir die Gewinnnachrichten hören, die die letzten Wochen publiziert wurden. Nun, was heißt das für unsere Thematik Baskets? Wo besteht Handlungsbedarf? Wir möchten das so ausdrücken. Es gibt Baskets, die wir vor 2 Jahren konstruiert haben, die waren in einem tiefen Zinsumfeld, in einem steigenden Wachstum. Und da haben wir Aktien ausgewählt, die in diesem Umfeld Earnings-Wachstum liefern können und die auch sehr stark positioniert sind. Wir haben aber natürlich auch ein bisschen sportlichere Aktien eingenommen, also Small Caps zum Beispiel, die dazu mal noch keine Gewinne erwirtschaftet haben. Und wir denken, dass wir da aus diesem Grund gewisse Thematiken ein bisschen aus einer neuen Brille betrachten müssen. Wichtigste Punkte, die wir genommen haben, um den Handlungsbedarf festzustellen, ist das. Große Performance-Unterschiede innerhalb der gleichen Thematik. Also wenn wir ein Cloud-Basket hatten und wir Gewinner haben von 40% und Verlierer von 60%, dann gibt das eine gewisse Problematik. Dann Small Caps mit negativem Free Cash Flow, wo im Moment sehr starker Short Interest besteht und der auch noch weiter zunimmt. Dann sogenanntes Window Dressing, das wird immer so gegen Jahresende vorgenommen, sprich man tut Aktien mit einer sehr schlechten Performance raus und kauft sie dann eventuell im nächsten Jahr wieder, aber wenn natürlich die Aussichten nicht sehr rosig sind, dann wird man sich auf andere Aktien fokussieren und das könnte nochmal Verkaufsdruck ergeben.
Da diese Baskets, die wir bis jetzt gemacht haben, hauptsächlich statisch waren, hat uns das nicht erlaubt, sogenannte schlechte Performer rauszunehmen oder auch Gewinnmitnahmen zu tätigen. Und das möchten wir für die Zukunft ändern. Und was wir natürlich auch berücksichtigen müssen, ist, dass die langfristigen Zinsen weiter bestehen bleiben. Es ist fast eine Illusion zu denken, dass wir nächstes Jahr wieder auf 2% oder darunter gehen, außer die Fed oder die Zentralbanken müssten plötzlich Deflation bekämpfen, aus einer tiefen Rezession raus oder ein QE machen. Aber wie gesagt, wir müssen im Moment aus dem Szenario rausgehen, wo wir Daten haben oder was uns die Fed auch prognostiziert. Wir fangen mit den Technologie-Baskets an. Wir haben da den Cloud-Technology-Basket. Die Performances sind im Bereich von minus 30%, seit wir uns lanciert haben. Year-to-date minus 38%, das tut natürlich weh. Aber das sind Aktien drin, die für uns gesehen noch Gewinnwartung vor sich haben. Und hier muss man auch berücksichtigen, dass wenn ein Wirtschaftsabschwung passiert, wie wir ihn jetzt sehen, werden am meisten die Kosten gesenkt im Bereich Advertising, im Bereich IT-Budgets, wo es darum geht, nicht die Sicherheit gewährleisten, aber mehr Revenues zu generieren. Also ich sage mal Salesforce, eine Aktie, die man Adobe, verschiedene Aktien, die natürlich auf Volumen bedacht sind und auf Wachstum bedacht sind, um ihre schon bereits guten Zahlen zu übertreffen, diese könnten unter Druck geraten und Firmen, wie ich schon genannt habe, haben auch schon die ersten Gewinnwarnungen ausgesprochen und wir denken, dass es da weitergehen könnte. Und was man auch sagen musste, das war so ein Crowded Long, also die Hedgefonds haben sich da alle mit sehr großen Long-Positionen befunden über mehrere Jahre und auch da denken wir, dass diese Longs jetzt abgebaut werden mit den Aussichten, die wir von der Makroseite haben. Wo würden wir hingehen mit so einem Basket? Ich denke, dass hier die Chancen da sind, in eine neue Generation von Tech-Aktien reinzugehen, die Beurteilung der Aktien neu zu herstellen und das Wichtigste in ein AMC, also ein Active Managed Certificate, überzugehen. Dass man auf dieses neue Umfeld reagieren kann, dass man Aktien auch aus dem Basket rausnehmen kann oder dass man auch neue hinzufügen kann, wenn sich neue Opportunitäten geben. Natürlich kann man sagen, man kann es auch in Cash tun, warten, bis der Sturm vorbei ist und dann Positionen aufzubauen. Auch das ist mit einem AMC sicherlich einfacher, weil man kann auch jederzeit noch einsteigen. Die statischen Baskets haben wir meistens eigentlich nur gekauft, wenn wir sie lanciert haben. Wir haben selten Zukäufe gesehen bei bestehenden Baskets. Das würde sich bei den AMCs auch eigentlich dafür besser eignen. Die 5G-Leaders. Wir reden wahrscheinlich heute schon bald von 6G oder die nächste Generation. Der Basket hatte sehr gut performt. Noch bis Mitte Jahr waren wir praktisch flat in diesem Basket. Hier haben sich folgende Probleme ereignet. Die Lieferketten bei den Halbleiterchips haben große Probleme hinzugefügt. Also das erste Halbjahr konnten diese Investitionen nicht ausgeführt werden, weil die Ware plötzlich fehlte. Nun sind die Finanzierungskosten massiv gestiegen. Das heißt, die Kosten für diese Projekte umzusetzen sind angestiegen. Das heißt, die Gewinne sind jetzt geschmälert. Das heißt, die Bruttomargen kommen unter Druck. Das ist das, was wir für das dritte und das vierte Quartal wahrscheinlich sehen werden. Dann wird sich wahrscheinlich eine Stabilisierung einspielen. Aber diese Phase, denken wir trotzdem, kann für diesen Basket, so wie wir ihn konstruiert haben, zu Problemen führen. Ein weiteres problematisches, oder unser Problemkind Asien oder China. Wir dachten, dass China eine Beschleunigung der Wachstumszahlen bringen wird. Aber mit ihrer Zero-Covid-Strategie sind wir mit dem Wachstum immer noch auf einer Verlangsamung. Auch das kann sich vielleicht ändern, aber hier hat einfach der Faktor Hoffnung hat sich nicht ausbezahlt und wir würden eigentlich hier eher empfehlen, auch eher die Verluste bevor Jahresende mitzunehmen und in einen neuen Basket zu investieren oder das, wie gesagt, sagen wir mal, das Cash auf der Seite halten und dann einen Einstiegspunkt zu finden,
wo man sich aber dieser Technologie wieder widmet. Wir denken weiterhin, der langfristige Trend in diesem Sektor bleibt bestehen. Wir brauchen Breitband, wir brauchen schnelles Internet, wir brauchen die Infrastruktur. Das wird, und das ist auch durch größere Programme in Amerika, wird das weiterhin gefördert. Aber wir denken einfach, kurzfristig ist hier weiterer Druck festzustellen. Unser Kind Metaverse, das war ein großer Hype zu Beginn des Jahres. Es war auch von den Kunden gefragt, habt ihr etwas im Metaverse, können wir da investieren? Wir haben uns auf die Suche gemacht. Wir haben ein Basket zusammengestellt, welcher hauptsächlich aus Software-Providern, Halbleiter, Spielerentwickler. Wir wollten aber auch die Konsumwerte mit reinnehmen. Nike, Kering, Disney, also Kering, ein Synonym für Gucci, welche sich da die ersten Experimente gemacht haben, sich in den NFTs zu wagen. Und was hier natürlich, was wir erleben durften, ist eigentlich der perfekte Sturm. Wir haben auf der einen Seite die Software, die Halbleiter und die Spielentwickler, welche von einem Nachfrageschock konfrontiert wurden. Die Leute sitzen weniger zu Hause, kein Covid mehr. Die Vergleichszahlen zum Vorjahr sind sehr schwierig. Und deswegen wurde die Nachfrage rückläufig nach ihren Produkten. Die Konsumwerte, Nike, Kering, Disney, die sind jetzt, oder speziell die Konsumwerte, die sind mit hohen Lagerbeständen oder mit Leuten, die einfach nicht mehr genug Spargut haben oder gleich viel ausgeben, wie sie noch vor 6 Monaten oder 9 Monaten gemacht haben. Und auch hier haben wir Nike, die schon ein zweites Profit Warning bekannt gegeben haben. 40% höhere Lagerbestände, das führt zu Fire Sales, also zu Discounts in eigentlich der wichtigsten Quartal, nämlich die Thanksgivings, die Christmas Sales etc. Also hier auch denken wir, dass es noch ein bisschen früh ist oder dass wir noch Schwierigkeiten sehen werden, um da steigende Preise zu sehen. Wir denken, es gibt Projektverzögerungen, weil die Firmen Sparmaßnahmen einführen. Es werden jetzt schon Kostensenkungen eingeführt, weil man muss sich auf den Free Cashflow konzentrieren. Da wird man jetzt gemessen von den Analysten, nicht mehr auf ihre Verkäufe oder auf ihre neuen Subscription, sondern wie viel Free Cashflow sie generieren. Nochmal, auch hier, wir denken, dass Investitionen in das Metaverse für Facebook, Nvidia, aber auch Roblox sehr wichtig sind und die werden das auch weiterverfolgen. Aber es ist halt so, dass es nicht mehr die höchste Zeitpriorität hat und dass auch nicht so viele Milliarden zur Verfügung gestellt werden. Ich möchte euch ein Beispiel geben, der QR-Code. 1998 hat bei uns ein japanischer Broker den QR-Code vorgestellt. Und das war kurz vor der Tech-Blase. Und wir haben dazu mal, da wurde auch gezeigt, man kann dann alles abrufen, man kann ein Foto machen. Es ging aber noch 10 Jahre, bis dieser QR-Code kommt. Und heute ist es fast undenkbar. Also es gibt einfach Phasen, wo Sachen länger brauchen, bis sie dann auch implementiert werden, aber die Idee eigentlich genial ist. Und ich denke, dass wir hier bei Metaverse einfach ein bisschen länger Zeit brauchen. Und auch hier ist wahrscheinlich ein AMC, wo man die Firmen nehmen kann, die jetzt in der Konsolidierung wahrscheinlich entweder übernommen, pleite gehen, man deren Technologie nimmt, dass die dann damit einbezogen werden. Eine Restrukturierung kann man in einem solchen Fall natürlich auch vorziehen. Ich denke mal, wenn man bei -50% ist und einfach sagen, verkaufen und nichts mehr machen, das ist für mich gesehen auch nicht der richtige Weg. Ich denke, dass man hier einfach einen neuen Weg einschlagen muss, weil diese Zusammenstellung schwierig wird. Die zyklischen Baskets, die nächste Kategorie. Da haben wir uns unsere Gedanken gemacht, wo ich alle diese Baskets reviewed habe, bei Firmen, welche sehr stark ans GDP-Wachstum, an das Bruttoinlandsprodukt gebunden sind. Und das sind nun mal Infrastrukturaktien, Materialien, Konstruktion, aber auch Logistik und Shipping. Die sind alle sehr stark verbunden mit der Aktivität, die in der Weltwirtschaft passiert. Wenn wir eine Verlangsamung haben, leiden diese darunter. Diese waren sehr gut, wo wir eine Beschleunigung hatten, aber jetzt leiden sie unter ineffizienten Arbeitsmarkt. Wir haben wirklich im Moment immer noch einen Arbeitsmarkt, der Leute sucht, nicht findet oder so teuer bezahlen muss, dass es dann unprofitabel wird. Dann haben wir hohe Schwankungen der Rohstoffpreise. Einmal sind sie hier, einmal sind sie da. Das ist natürlich für eine Firma, die rechnen muss und ein Projekt abschließen muss, ist das absolut eine Qual. Die
Schwierigkeiten, höhere Preise weiterzugeben. Auch hier ist es nicht so, dass man einfach eine Preiserhöhung festlegen kann. Man muss Budgets abgeben, man tut ein Projekt vorstellen. Wenn das Projekt plötzlich dreimal so teuer ist, gibt es Verzögerungen. Also es ist eine ganze Kettenreaktion. Und auch hier denken wir, dass wir wahrscheinlich eher mit Profit Warnings oder mit sinkenden Kursen rechnen müssen im dritten und vierten Quartal. Das sind die meisten sind gestandene große Unternehmen, die gehen nicht pleite, da haben wir kein Problem einer Insolvenz, aber es ist einfach so, dass die Bewertungen wahrscheinlich nach unten kommen werden. Deswegen, in dieser Phase des Marktes, wo wir höhere Inflation für länger erwarten, denken wir, ist man besser beraten, wenn man investiert ist in einem zum Beispiel Basket oder einem dynamischen Basket, wo man die Inflation mit berücksichtigt, wo man sich zumindest ein bisschen dynamischer bewegen kann und wo man die Aktien ersetzen kann. Und zum letzten Kapitel, sagen wir mal, wo wir den meisten Bedarf sehen, das mag jetzt zwar komisch klingen, aber die Clean Energy, also es ist zwar in allem Munde, jeder möchte es und man denkt, wenn jetzt der Krieg ist, die Ölpreise weiter nach oben sind und die Knappheit da ist, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo man investiert sein muss. Ja, auf der einen Seite von der Thematik ist es langfristig gesehen sicherlich eine sehr versprechende Thematik, aber man muss hier sehr selektiv sein. Ich möchte das Beispiel zeigen an den EV Charging Solutions, das sind die Tankstellen oder die Elektro-Charging Stations. Da sind wir nun damit konfrontiert, wir haben auch versucht, den ganzen Zyklus abzudecken und da ist herausgekommen, dass viele Utilities damit verbunden sind, die Strom produzieren. Und da sind natürlich die Schwankungen der Strompreise ein Riesenproblem geworden, weil viele, die ihren Strom mit Gas produziert haben, nun den Strom sehr teuer verkaufen müssen und das niemand kaufen möchte. Wir haben auch höhere Zinsen. Das ist ein kapitalintensives Geschäft. Man muss ein Netzwerk aufbauen. Die Regierungen geben diese Aufgabe den Utilities. Die Utilities sagen, ihr seid für das zuständig, wir bringen euch den Strom. Aber es kostet enorm viel Geld. Und auch hier, die Kosten des Kapitals sind gestiegen, die Margen sind kleiner geworden und der Appetit der Investoren ist damit gesunken. Leider haben wir auch unprofitable Small Caps da reingenommen. Das waren sehr erfolgsversprechende Unternehmen, die auch sehr stark wachsen, aber sie generieren keinen Free Cashflow. Und da sehen wir jetzt die ersten Tendenzen, dass es vielleicht die eine oder andere dieser Firmen nicht schaffen wird. Der Aktienpreis geht Richtung 1, 2 Dollar. Hier können Sie neues Kapital aufnehmen, ist es gut. Schaffen Sie es nicht, sind es dann eher Kandidaten, die eine Konsolidierung, ein Chapter 11 oder halt auch einfach lange keine Erholung in Sicht ist, weil ihre Profitabilität irgendwo in der Zukunft liegen würde und das vielleicht von den Anlegern nicht geduldet wird. Zu guter Schluss, wie gesagt, wir denken weiterhin, höhere Preise für Benzin und fossile Brennstoffe fördern die Technologien. Das wird sicherlich ein Platz sein, wo man investiert sein muss, aber man muss ein bisschen selektiver sein. Bei diesem Sustainable Green Technologies Basket ist das beste Beispiel zu verfolgen. Die Performance ist besser oder sagen weniger schlecht als die anderen zwei. Wieso? Wir hatten Solar drin. Wir hatten 4 Solaraktien drin und die haben sich fast verdoppelt über den gleichen Zeitraum. Aber wir haben Windparks, welche zum Beispiel höhere Finanzierungskosten oder Materialkosten haben und die haben sich leicht im Negativ entwickelt. Hydrogen, was ja grundsätzlich wahrscheinlich die sauberste Technologie ist, die ist negativ, hat sich negativ entwickelt, weil dafür Strom gebraucht wird und weil viele dieser Unternehmen Small Caps sind, welche ihre Gewinne in der Zukunft treiben. Also auch hier haben wir einfach 3 verschiedene Komponenten in einem, was zwar Sinn macht, wenn man eine Thematik spielen will, verbunden, was sich dann aber leider jetzt für die Performance des Baskets als nicht sehr wirksam erwiesen hat, weil einfach die Marktdivergenzen zu stark sind. Was ist die Lösung hier? Wir haben ein Clean Energy AMC, was wir auflegen werden. Und wir haben für die Leute, die sagen, ich möchte bei meinem statischen Baskets bleiben, ich möchte das Geld einfach irgendwo in der Thematik halten, aber es soll defensiv bleiben und durch eine Rezession stabil bleiben, da bietet sich der Recycling- und Waste-Management-Sektor an. Das ist die
Abfallentsorgung, wie man so schön sagt, die ist reguliert, die ist nicht so stark GDP-abhängig und die profitiert immer noch von dem Boom, den wir Anfang oder Ende 2021 haben und Anfang 2022 erleben durften. Ich denke, das schließt so mal ein bisschen die Problemkinder an, wo wir neue Lösungen zeigen werden. Ich danke vielmals für die Zeit und die Geduld, auch die schwierigen Baskets sich anzuhören. Und nun möchten wir vielleicht kurz zu den Lösungen kommen. Ja, Maurizio, vielen, vielen Dank für den Überblick über speziell die Problemkinder. Ich glaube, wir sollten jetzt noch mal ganz kurz draufgehen und über die Switches sprechen, die du präsentiert hast. Das heißt, in gewissen Bereichen wie Technologie, Nachhaltigkeit oder auch bei den zyklischen Baskets schlägst du ganz konkrete Switches vor. Vielleicht schauen wir uns noch mal ganz kurz gemeinsam die Produkte an und beginnen mal bei den zyklischen Baskets. Mhm. Da hast du ja gesagt, dass man aus gewissen Bereichen rausgehen sollte, eben mit einem diesem Global Inflation Protection Basket, also Inflation wird uns weiter begleiten, die wird hartnäckig bleiben, die Zinsen sind gestiegen, das Wirtschaftswachstum geht zurück. Und hier ist man einfach etwas flexibler. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf diesen Global Inflation Protection Basket eingehen, weil der ist bereits im Sekundärmarkt. Wir haben den schon vor dieser ganzen oder zu Beginn dieser Thematik Inflation haben wir dieses AMC gebracht und ja auch schon ein paar Anpassungen vorgenommen. Die Performance zeigt sich doch relativ stabil gegenüber den Baskets, die du davor gezeigt hast. Da sind wir teilweise 20-25% im Minus. Jetzt hier sind wir leicht im Minus mit 3-4%. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zur Zusammenstellung sagen und was wir da vielleicht in den letzten Wochen getan haben. Sehr gerne, vielen Dank. Also Global Inflation Basket, wo wir festgestellt haben, dass die Inflation uns weiter begleiten wird über eine längere Zeit, haben wir uns gedacht, wie können wir ein AMC gestalten, welches, sagen wir mal, von Aktien bestückt ist, welche nicht unter der Inflation stärker leiden oder sogar davon profitieren können. Das ist natürlich, wenn wir eine normale Inflation haben, einfacher. Bei 6-8% ist es trotzdem schwierig. Wir haben es gesehen, er war im Höchst irgendwo etwas über 110. Nun sind wir wieder bei 100. Aber wichtig hier ist eigentlich, dass ich eine Auswahl habe von etwa 120 Aktien, welchen diesem Kriterium entsprechen, dass sie die Preise weitergeben können, dass sie sagen wir mal, inflationsresistent sind oder dass sie auch profitieren können. Und das sind ein bisschen, sagen wir mal, die etwas unbeliebteren Sektoren. Energie ist sicherlich stark vertreten, Defense könnte drin sein, aber auch sicherlich Healthcare und die Superdefensiven, also Staples, sogenannte die Grundversorger, sind hier Aktien, die profitieren in so einem inflationären Umfeld. Wie wir gestartet sind, also wichtig zu wissen, dass wir bereits zwei Rebalancings gemacht haben. Das heißt, wir haben jeweils 6 Aktien bereits ausgetauscht, schon zum zweiten Mal, weil wir uns den neuen Gegebenheiten anpassen mussten. Und die letzten Switches, die wir gemacht haben, zeigen auch, dass wir eigentlich immer defensiver gegangen sind, welche eigentlich auch das Marktumfeld reflektieren sollten. Wir haben zum Beispiel Dollar Tree reingenommen, das ist der Superdiscounter in Amerika, so die unterste Stufe, wo man einkaufen geht. Wir haben aber Healthcare auch mit reingenommen, also Eli Lilly, Humana im Versicherungsbereich von Healthcare. Haben aber auch Gewinne mitgenommen. Wir waren im Energiebereich sehr stark vertreten und haben da Profits mitgenommen. Also das soll zeigen, dass so ein Basket in so einem Marktumfeld besser reagieren kann. Und wir versuchen natürlich unseres Bestens, die Performance absolut natürlich so gut wie möglich darzustellen. Ganz genau. Und du hast es angesprochen, Energie. Und da wären wir dann auch schon beim Bereich der Nachhaltigkeit. Und da möchte ich gerne beginnen mit dem ersten Switch-Vorschlag, nämlich in den Clean Energy. Und
das ist ein Produkt, das jetzt wieder eigentlich genau das zeigt, raus aus dem statischen Basket, rein in einen aktiv gemanagten, nämlich genau diese Performance, die wir gesehen haben, okay, jetzt mehr Solar und vielleicht ein bisschen Wind, weniger Hydro, weniger Wasserstoff, ist hier jetzt eine Möglichkeit, diesen Switch zu machen in ein aktives Produkt. Vielleicht kannst du hier nochmal ganz kurz was zur Titelauswahl sagen, bevor ich dann eine Frage an dich hätte, die wir hier über unseren Live-Chat bekommen haben. Jawohl, also das Sustainable Green Tech, wo wir dazu mal gemacht haben, als Beispiel, enthält viele Small Caps, enthält einen Großteil Hydrogen, wie gesagt, nur 3 Aktien im Solarbereich und noch viel Technologieaktien, welche von der Supply Chain leiden mussten. Hier haben wir versucht, etwas mehr nun auf die Qualität zu setzen. Wir haben die größeren Solarproduzenten mit reingenommen. Wir haben, sind geografisch gesehen ein bisschen breiter gegangen. Wir haben jetzt auch in Europa Firmen mit reingenommen, was wir beim anderen Basket eher ein bisschen gemieden haben. Europa macht einen sehr starken Push im Moment im Solar- oder im Renewable-Bereich. Also wollten wir da diese Firmen mit reinnehmen. Es soll einfach zeigen, dass wir hier nur noch eine Aktie, das ist die NEL im Hydrogen, Entschuldigung, 2 mit Bloom Energy im Fuel Cell-Bereich drin haben. Und diese Allokation werden wir aber auch jetzt, je nachdem, wenn die Zinsen wieder nach unten kommen, wenn zum Beispiel die Energiepreise sich normalisieren, können wir die Anpassungen vornehmen. Und das würde bedeuten, dass wir hier dann ein erstes Rebalancing auch vornehmen. Ich möchte doch noch beteuern, es ist so, wir möchten hier nicht ins Active Managed Business ein, also ins Asset Management Business reingehen. Wir möchten weiterhin eigentlich Baskets liefern, die im Grundsatz eine statische Allokation haben, aber wo man auch, sagen wir mal, wenn sich eine Sache verschlechtert innerhalb des Baskets, diese rausnehmen kann, oder wenn wir auch hohe Profite haben, dass wir die auch mitnehmen können oder ein Rebalancing vornehmen können. Genau, gewisse Performance mal einloggen und Opportunitäten, die wir sehen, dann vielleicht doch nutzen. Wir haben eine Frage im YouTube-Live-Chat von Martin. Er fragt, aber beim Solar braucht es eben auch viel Strom, sonst funktioniert das auch nicht. Wie kann man das lösen? Doch wieder Classic Utilities? Ja, natürlich. Das ist natürlich, die Frage kam schon, wenn ich mich gut erinnern kann, vor etwa 15 Jahren, wo man gesagt hat, ja, man macht da diese Solarpanels, die werden aber noch mit Kohleöfen in China produziert. Und ich denke auch hier, die Problematik ist natürlich da. Also die Verzerrung des Markets durch die hohen Energiepreise, die ist da. Und das wird sich auch in den Preisen der Solarpanels niederschlagen. Ich denke, dass hier einfach die Preiserhöhungen weitergegeben werden. Die Produktion dieser Solarpanels wird aber weiterhin hauptsächlich in China vorgenommen. Und die haben ein kleineres, sagen wir mal, Strompreisproblem als wir in Europa. Ich denke, dass hier die Problematik der höheren Energiepreise hauptsächlich Europa betrifft. Auch Amerika leidet nicht so stark darunter. Wenn man mit Amerikanern redet, sagen die, that's a European problem. Die haben einfach nicht die gleichen Probleme. Sie haben Atomkraftwerke, sie können den Strom billiger produzieren. Also ich denke, dass hier einfach der Markt wird flexibel sein und die Produktionen dorthin verschieben, wo der Strom billig ist. Vielen Dank. Das Produkt ist noch bis zum 28. Oktober in Zeichnung. Emittent ist die Luzerner Kantonalbank. Und dann schauen wir uns mal noch den zweiten Switch-Vorschlag an. Das geht eben in den Bereich Waste Management und Recycling. Hier haben wir uns jetzt doch für eine statische Variante entschieden. Der Bereich ist, glaube ich, einfach noch nicht so groß, beziehungsweise da gibt es nur eine bestimmte Auswahl an Aktien. Kannst du vielleicht hier noch mal ganz kurz uns durch die Selektion führen? Genau. Also wir haben einen defensiven Sektor gesucht für den Ausblick, den wir jetzt haben über die Wirtschaft. Wo haben wir kleinere Schwankungen? Was ist relativ rezessionsfest oder wo kann man sich doch noch eine relativ stabile, ein stabiles Wachstum der Aktien sehen? Und wir haben das auch bei den Trends gesehen. Also diese Aktien haben sich gegen den S&P relativ stark positiv
bewegt, und das seit April, da ist plötzlich die Schere auseinandergegangen. Das kann man dann im Flyer, welcher morgen oder spätestens Freitag versendet wird, kann man da beobachten. Das sind halt sehr defensive Aktien, weil die Müllabfuhr oder das Recycling-Business ist sehr stark reguliert. Es wächst eigentlich mit den neuen Häusern, die gebaut werden, oder mit neuen Firmen. Es hat schon einen gewissen GDP oder BIP-Wachstum, eine Korrelation, aber sie profitieren natürlich sehr stark von dem starken Häuserboom, den es gehabt hat während der Pandemie. Das heißt, diese Verträge wurden über ein Jahr abgeschlossen. Und was auch noch speziell ist bei diesen Aktien, ist, dass die CPI-Anpassung einmal im Jahr angepasst wird. Also sprich, es werden jetzt wieder im Neujahr werden die Preise ausgehandelt für die Inflationszahlen, die wir momentan haben. Und die werden natürlich sehr hoch sein. Und das zusammen garantiert eigentlich relativ starken Gewinnanstieg für das nächste Jahr. Und deswegen haben wir diese ausgesucht. Wo wir auch, wie wir sehen, wo wir trotzdem ein bisschen dynamisch sein wollten, ist bei der Gewichtung der Aktien. Wir wollten uns auf die Leaders konzentrieren und da ein Übergewicht schaffen. Sprich, wir haben die drei größten amerikanischen Firmen, Waste Management, Republic Services und Waste Connection, mit 10% gewichtet. Und dann aber auch Namen wie Veolia, die auch im Wasserbereich tätig sind, Xylem, der Leader, welche Technologie liefert für diese Firmen, dass die eigentlich über 50% darstellen. Und hier denken wir, dass man relativ mit einem ruhigen Fahrtwasser durch die Rezession oder durch diesen Downturn fahren könnte. Ja, vielen Dank für den Überblick. Und dann wären wir beim letzten Bereich, und da geht es um Technologie. Das ist heute auch ein großes Thema. Da haben wir sowohl den Magaris Number One Fintech Value, das AMC. Spiros wird auch nachher noch in unserem Roundtable hier da sein. Hier hat sich ja auch gezeigt, dass es gut war, auf Value-Titel in diesem Sektor zu setzen. Das hat auch Stabilität jetzt selbst in diesem rauen Markt gebracht. Und das andere, das wir als Switch-Vorschlag haben, ist der Next Generation Tech Index. Und dafür haben wir ja heute den Thomas Rappold hier. Der wird jetzt gleich das Produkt entsprechend vorstellen. Ich danke jetzt erstmal dir, Maurizio, für den Überblick. Und wir sehen dich nachher noch im Roundtable, wenn es dann um Technologie geht. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Eins, zwei, drei. So. Und dann begrüße ich Thomas Rappold. Schön, dass du da bist, Thomas. Thomas ist Tech-Investor und Buchautor und einer der wohl bekanntesten Tech-Experten im deutschsprachigen Raum. Schön, dass du heute da bist. Gerne. Und wir sprechen ja jetzt gleich über die nächste Generation Tech-Aktien. Und ich glaube, wenn man über Technologie und über Tech-Aktien spricht, ist man immer schnell bei Apple, Amazon, Alphabet, Netflix. Du hast in deinem Buch schon relativ früh und vor einigen Jahren schon Aktien wie Netflix, Amazon, alle großen im Grunde schon empfohlen. Jetzt sprechen wir, und jetzt kommen wir in eine Phase, wo du sagst, jetzt ist auch die richtige Zeit, sich mal über die nächste Generation zu unterhalten. Thomas hat bereits schon einige Themen investierbar gemacht in der Vergangenheit. Cybersecurity, glaube ich, schon 2016. Industrie 4.0, Subscription Economy, also mittlerweile, ich glaube, 10 oder 11 Themen gemeinsam mit dem Emittent von Tobel. Und jetzt heute ist er da, um uns die nächste Generation Tech zu präsentieren. Und
In diesem Sinne freue ich mich, dass du da bist und the stage is yours. Ja, vielen Dank, Roman. Grüezi miteinander. Freut mich, dass wir heute die Zeit haben und dass wir den Punkt erreicht haben. Wir haben vor einem halben Jahr ungefähr mit der Ideation angefangen. Tatsächlich ist es eine echte Herzensangelegenheit, das Thema, das Produkt, was wir heute vorstellen. Roman hat es gesagt, dass ich eine entsprechende Vergangenheit habe, auch im Themensektor. Jetzt können wir uns in dem Rahmen wirklich frei bewegen und uns steht jetzt, glaube ich, eine spannende Dreiviertelstunde bevor. Hoffe ich, dass Sie das genauso spannend finden. Dann mich haben immer wieder Anleger über die letzten Jahre gefragt und wir haben ungefähr in Themenindizes dort rund 500 Millionen Franken drin. Dann und viele dieser Leute, auch vermögenden Leute, haben mich immer wieder gefragt, ja Mensch, Herr Rappold, Roman hat es gerade angesprochen von einem meiner Bücher, dort wo ich beschrieben habe in so Szenarioanalysen, wie kann man erkennen, wo der nächste 10 oder wie wir das aus diesem schönen Buch her von Christopher Mayer her kennen, die 100 Beggars denn eigentlich herkommen. Und da kann ich Ihnen so viel sagen, ja, es gibt diese Muster, dann, wenn man auch länger zurückblickt, dann, das kann aber kein Computer, und ich bin ja ein Freund von Computer, bin selber Informatiker und kenne mich mit künstlicher Intelligenz und auch Quantencomputing da sehr gut aus, aber ich muss Ihnen sagen, das ist uns Menschen da dabei überlassen, weil da gehören gewisse Soft Skills dann eben dazu. Und ich wurde eben von vielen Leuten immer wieder gefragt, ja, können Sie nicht da mal ein Produkt machen, dann, wo eben ich genau dieses Upside, diese zukünftigen Apples, Googles und so weiter habe und investierbar mache. Und genau das, um das geht es heute und das zeige ich Ihnen dann eben auch. Das machen wir jetzt eben investierbar. Ja, dann. Ich werde gemeinhin, weil ich aus dem schwäbischen Raum komme, auch hat mal die Focus Money getitelt, schwäbische Spürnase. Manche sagen auch, ich bin der vierte Chefredakteur von der Focus Money, weil ich es in Spitzenzeiten auch geschafft, 7, 8 Mal hintereinander dort im Heft zu sein und im Rahmen von den Themenprodukten, die wir bei dem Hause, wo auch hier die Hülle liefert, von Tobel, also haben wir über die letzten Jahre ungefähr so einen Stapel an Artikel dort abgeliefert und die haben mich vor einiger Zeit mal Schwäbische Spürnase eben tituliert. Zwei Bücher von mir, sehr zu empfehlen, beides Bestseller, Silicon Valley Investing, zusammen mit Andy Bechtolsheim, dem führenden Deutschen, der ursprünglich Sun Microsystems gegründet hat, der Google den Jungs das erste Geld gegeben hat, 100.000, deshalb heißt das Unternehmen auch Google, weil er auf den Scheck Google geschrieben hat, dann konnte Sergey Brin, Larry Page das nicht anders benennen, sehr lesenswert, der mir mit als Botschaft gegeben hat, du kannst bei manchen Tech-Themen zu früh, zu spät oder eben genau richtig sein. Also Timing ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das zweite Buch kommt demnächst auch im ZDF, eine Dokumentation mit mir. Peter Thiel, sehen hier als Schachspieler. Peter Thiel sagt immer gerne, du musst vom Ende her denken. Dann in Deutschland wird oft vom Anfang her gedacht, deshalb laufen so viele Dinge dann auch schief, dann, weil man eben nicht vom Ende her denkt, dann kann ich sehr empfehlen. Es ist intellektuell prägsam. Ich habe mich ein halbes Jahr mit quasi in ihn rein quasi gedacht dann und habe daraus auch viel für mich gelernt und übernommen. Kommen sehr viele Szenarioanalysen dann auch da drin, die sehr wertvoll sind. Und Peter Thiel ist vielleicht einer der erfolgreichsten Contrarian-Denker und Investoren. Contrarian heißt jetzt nicht vom Wort Contra, oder manchmal bei Ihnen in der Schweiz gibt es ja die Sendung Arena, wo sich da im Fernsehen dann auch gezofft wird, oder wie bei uns in Deutschland in den Talkshows, sondern Contrarian heißt, die Dinge mal von einer anderen Seite zu sehen, also im 360-Grad-Blick, und da sehen dann manche Dinge, dann auch manche Charts ganz anders aus dann, und das ist es eben wert. Und Leute, die wirklich vermögend werden und reich werden dann, die denken eben auch Contrarian, die denken von der anderen Seite. Ja, ich habe dann eben für von Tobel ungefähr einen Themeninvestmentbereich von null an die letzten 7 Jahre mit einem Volumen von 500 Millionen aufgebaut. Dann habe auch erfolgreiches Fintech hier in der Schweiz, Numbers, gegründet. Ein oder andere kennt es, den Vorläufer auch gebaut und jetzt auch wieder eins sehr erfolgreich am Start, Divisend, kommen wir bald auch in die Schweiz, dann im Dividendenbereich. Dann. Das spielt auch hier eine Rolle, werden Sie sagen, Tech und Dividende spielt es eine Rolle. Hier mal zurück, das allererste Produkt, das ich gemacht habe damals im Jahr, es war sogar im Jahr 2015, Ende 2015, Cybersecurity, damals ein Randthema.
Dann, wo wir ein sehr fokussiertes Portfolio fahren, wo ich auch frei agieren kann. Da sind nur maximal 15 Werte drin. Im Moment sind es 14 Werte drin. Also fahre dann und sagen und eben diesen fokussierten Ansatz. Wir haben es in dem Zeitraum erlebt, dass wir haben es ursprünglich mal auf die Folien gepinselt, weil man immer sagt, ja, die im Finanzsektor beten nachher das nach, was sie dann vorher oder was dann gelaufen ist. Dann hier kann ich sagen, ich kann die alten Folien mal rausziehen, habe ich kürzlich mal für einen Vortrag gemacht von 2015, da hatte ich beschrieben, dann, dass da auch Opportunitäten geben wird in Form von Mergers and Acquisitions aus dem Portfolio, und tatsächlich haben wir es erreicht, dass 5 dieser Portfolio-Unternehmen über den Zeitraum zwischen 50% und 100% Upside nur generiert haben durch den Verkauf dann noch aus dem Portfolio dann. Und das können Sie sich vorstellen, wenn man nur 15 Werte drin hat und macht dann 50% bis 100% Profit dann bei so einer Transaktion, dann wirkt sich das erheblich aus. Deshalb sieht man auch in dem Produkt da immer wieder Spitzen nach oben. Eines der erfolgreichsten Zertifikate überhaupt sind rund 150 Millionen Euro drin und hat sich jetzt auch, Sie sehen, sehr, sehr stabil gehalten, weil der Cybersecurity-Sektor eben ein Sektor ist, wo du auch jetzt in der Krisenphase nicht sparen kannst. Im Gegenteil. Dann, wenn man an das Thema Ukraine, Russland denkt, Pipeline-Angriffe, und jetzt kommen die Leute auf die Idee, okay, es könnte auch mal eine Glasfaserkabel treffen oder wie den Bundestag oder andere Systeme dann. Also da ist noch sehr viel Potenzial da, aber da sehen Sie auch eben diese langfristige Denke, auch da war es noch nicht reguliert, dieser Bereich, dieser Zertifikatebereich. Das heißt, ich konnte frei und kann frei agieren in dem Produkt und es wirkt sich entsprechend gut aus. Und ich will auch da mal noch eine Lanze brechen. Sie sehen das hier am Anfang, da ging das Produkt bei 100 los, dann in der Spitze 110 mal kurzfristig und dann auf 75 runterbrochen oder wie man schweizerdeutsch sagt, Bach abgegangen dann an der Stelle dann. Und da hat vielleicht der ein oder andere gesagt, kalte Füße bekommen, aber wenn man dann zugelangt hat in der Marktphase bei 75 oder 80 dann rein, in der Spitze auf über 400 Punkte, dann hat man also den Einsatz dann in dem Zeitraum verfünffacht in einem Index. Das ist, wie wir im Schwäbischen sagen, nicht schlecht, not bad, ist also ziemlich gut dabei dann so. Ich werde auch manchmal in Deutschland beschrieben als Mr. Hockey Stick dann. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Buch, deshalb, also im Silicon Valley Buch, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Elon Musk hat vor einiger Zeit auch mal gesagt, die Menschen verstehen nicht exponentielle Prozesse. Und das haben wir bei Covid-19 auch erlebt, auch unsere Politiker verstehen exponentielle Prozesse nicht dann. Und das ist jetzt genau wieder das Spannende bei Unternehmen. Viele der Unternehmen, die sind ja sogenannte Software-as-a-Service-Unternehmen. Das heißt, sie kriegen ihr Geld aus Abo-Gebühren. Da wurde jetzt beschrieben, das Unternehmen Adobe, die hatten im Jahr 2012 das Thema Software-as-a-Service als erste und Cloud eingeführt. Dann wurden sie von den Analysten gnadenlos runtergeprügelt, damals so wie jetzt bei dieser Figma-Übernahme, bei dem Grafikspezialisten dann. Tatsächlich hat sich das aber als richtig erwiesen, nur es ist so, am Anfang ist es so, dass die ganzen Kosten von der Bilanzierung, die sie haben, gerade wenn sie große Kunden gewinnen wollen, hier jetzt eine UBS, Swisscom oder in Deutschland eine Daimler oder BASF, da müssen sie ungefähr 10-mal eben hinlaufen, sie brauchen vielleicht 2 Jahre, bis sie den Kunden gewinnen, und das drückt dann auf die Marge, bis sie die ersten Lizenzen verkaufen. Aber dann ist für mich spannend an der Stelle, dann, wann ist der Tiefpunkt oder dieser Scheitelpunkt eigentlich erreicht? Und da möchte ich eigentlich dabei sein, wenn das Upside, wir sehen nachher eine Aktie, die genau diesen Effekt hat dabei, dann, die noch quasi vom Cashflow im Minus liegt, wo aber klar ist, dass das ganze Cashflow positiv dort kommt. Und da werden diese Unternehmen im Moment wurden noch geprügelt, und das ist genau der Unterschied, wo man dann einzelne Unternehmen gegenüber den anderen abgleichen muss. Kommt das Unternehmen dann, kratzt es, kriegt es die Kurve oder kriegt es eben nicht dann, und kann sie den Hockeyschläger dann eben so reinbringen. Und je weiter das Ding im Minus ist dann, umso stärker kann das nach oben drehen dann in dem Punkt. Das ist quasi dann für einen Anleger, da geht einem dann das Herz auf. Aber da muss man dann auch in die Bilanzierung einsteigen. In dem Buch habe ich ein ganzes Kapitel über das Thema geschrieben. Habe auch eine entsprechende Software haben wir entwickelt, wo wir genau das entwickeln können. Wir haben für die Focus Money da immer wieder Geschichten gemacht, wo wir sagen, skaliert dieses Geschäftsmodell von dem Unternehmen oder skaliert es nicht? Mal ein Beispiel, wo es nicht skaliert, ist eine Uber oder eine Lyft dann, weil sie einfach, wenn sie doppelt so viel
Umsatz machen, brauchen sie doppelt so viele Fahrer. Solange es kein autonomes Fahren gibt, ist das einfach ein so gesprochen ein scheiß Businessmodell, dann, weil es eben nicht skaliert dann, weil sie Geld reinschmeißen und dann, oder jetzt wie beim Thema Lieferdienste dann, wo 100 Milliarden reingeflossen sind durch Venture Capital Investoren, die einfach zu viel Geld hatten und da kann auch nichts dabei rauskommen, wie wir dabei aussehen dann. So, deshalb, was gehört eigentlich in das Thema Next Generation Tech Index rein dann? Wir operieren hier dann, da bin ich auch ein Freund davon, ihr habt gute Themenzertifikate gemacht. Beim Thema Themenzertifikate habe ich immer Wert drauf gelegt, keine MeToo-Produkte zu machen, sondern Themen, die über 5, 10, 20 Jahre wirklich sehr, sehr gut laufen oder laufen werden. Deshalb gab es oder gibt es von mir auch nur zu ganz bestimmten großen Themen dann auch Produkte. Jetzt in dem Fall quasi konnte ich eben mich frei bewegen dann. Und ich habe mal das alles aufgeschrieben, was mich bewegt hat, was jetzt so quasi in den Topf, in das Gericht reingehört, was so zukunftsgerichtet ist. Künstliche Intelligenz, Open Source Software, Cyber Security, Quantum Computing, was wir da im Hintergrund sehen. Letzte Woche ja Nobelpreis für drei Wissenschaftler dort gegeben dort. Thema Fintech, Thema digitale Produktivität, digitale Infrastruktur und Emerging Markets dann. Dahinter verbergen sich Geschichten, dahinter verbergen sich Unternehmen, auf die wir da reingehen werden. So eben, und der Punkt ist, wesentliches Kriterium für mich dann dabei ist eigentlich, kann das Unternehmen idealerweise das gesamte Marktsegment dominieren, also Winner takes it all, wie im Plattformgeschäft. Und da nochmal auf Peter Thiel zurückzugehen und Warren Buffett in dem Buch von mir, finden Sie eine Gegenüberstellung oder Aufschreibung dann mal eigentlich von beiden Welten. Der Thiel mag eigentlich den Buffett nicht, die haben sich ja unter Elon Musk auch schon öfters darüber eigentlich gezofft. Und Thiel hat mal gesagt, dann, wenn ich an den Mars denke, dann denke ich an SpaceX. Wenn Warren Buffett an den Mars denkt, dann denkt er an so einen Marsständer, dass irgendwann die Marsmännchen oben, dass es da so einen Ständer gibt von Mars, einen Supermarkt gibt und du kannst eine Tankstelle und da kannst du dann Marsriegel kaufen. So. Und das, dann habe ich gedacht mal, an dem Wochenende, jetzt schreibe ich mal runter, spiegelstrichmäßig, dass sie beide sich eigentlich, obwohl sie sich spinnefeind sind, eigentlich nah beieinander liegen. Buffett wird oft gefragt, was ist der Burggraben, der Moat eines Unternehmens? Dann sagt er, was kostet es, eine Coca-Cola neu aufzubauen? Dann sage ich immer, okay, es gibt Pepsi, es gibt Fritz-Cola, es gibt Gonten-Cola in der Schweiz, habe ich vor einiger Zeit gelernt, dann auch dann im Appenzell dann auch, gibt es ein spezielles Cola, dann was ausgeschenkt wird. Also es gibt wirklich Konkurrenz an der Stelle. Aber im Tech-Sektor gibt es eben eine Suchmaschine, ein E-Commerce-Anbieter, ein Social Network und so weiter, ist die Konzentration eben nochmal viel, viel höher. Also das Thema Winner takes it all und dass das Ganze auch ein großer Markt ist, Total Addressable Market, also welchen Zielmarkt adressiert das Unternehmen und kann das Unternehmen noch viel, viel größer werden. Ich denke mal nochmal an die Adobe eben zurück, die sind früher mal als Grafikprogrammanbieter da im Spezialnischensegment gestartet und heute sind sie eigentlich der Kreativsoftware-Spezialist überhaupt. Jeder geht mit PDF, mit GIF, JPEG und mit dem ganzen Zeug dann irgendwo um dann. So. Was bewegt uns eigentlich generell und dieser Stress, dem wir ausgesetzt sind, den wir erleben, Krieg, Rohstoffe, dann also Ressourcen, Klima und das ganze Thema Ineffizienzen dann, also Stichwort Stau, dann, dass wir wahnsinnig viele Dinge vergeuden, auch im Strombereich dann, also man denkt an Deutschland dann, da werden dann, sind die Windkraftanlagen an und die Solaranlagen liefern Strom, meistens Sonntag, schönes Wetter, sind keine Fabriken da, das heißt, der Strom wird verklappt nach Osteuropa, es gibt keine Speichermöglichkeit dann und man zahlt noch eben quasi drauf oder wie ich kürzlich gehört habe, ArcelorMittal in Hamburg, die machen Folgendes, die fahren ihren Hochofen nur auf Sicht dann, schauen sie immer der Wetter Bericht dann, wenn zwei Tage vorher vom Wetterdienst gemeldet wird, in zwei Tagen haben wir starke Winde, heißt Ofen anfeuern und den Strom auf dem Spotmarkt in Leipzig dann einkaufen, zwei Tage später, so kann aber keine Wirtschaft dann wirklich funktionieren dann an der Stelle. So, jetzt haben wir wahrscheinlich schon zu lange geredet, dass, oder zu viel Inaktivität. Genau, so viel zum Thema Ineffizienzen, genau, so. Und
jetzt runtergebrochen quasi für mich als Informatiker oder was wirkliche disruptive Gamechanger sind dann, die quasi uns bevorstehen, von denen Sie aber als sozusagen allgemein Sehender oder Berührender noch gar nichts mitbekommen haben, was aber transformativ ist. Ich kann mich erinnern, als ich ungefähr 15 war, stand für mich fest, dass ich Informatiker werden möchte, weil ich gesagt habe, dort an dem Zeitpunkt, die PCs kommen jetzt richtig groß auf. Ich habe das mathematische Wissen, das Programmieren macht mir Spaß dann. Also das ist die Zukunft, wird jeder diesen PC zu Hause haben. Und genau vor dieser transformativen Form stehen wir jetzt dann, und zwar in zwei Ausprägungen quasi prononciert auf den Punkt gebracht, was auch die DNA des Produkts ist. Das eine ist unbegrenzte Rechenleistung, Quantencomputing. Das, was eben die Wissenschaftler letzte Woche den Preis dafür bekommen haben. Und wenn man näher reinschaut, sieht man jetzt inzwischen, dass das Quantencomputing das nächste Space Race ist, wo die Staaten im Moment 20 Milliarden weltweit in das Thema reinkippen. Dann, und wo wir unmittelbar davor stehen, dass diese Rechner, diese Computing-Leistung da ist. Ich bin selber an dem führenden Startup, am führenden in München beteiligt, in der Quantenoptimierung dort. Und da laufen schon große Projekte im Energiebereich mit der Industrie und so weiter. Also man steht da unmittelbar bevor. Und die nächsten paar Jahre werden da ungefähr die Rechenleistung, die man daraus erzielt, sind ungefähr 160 Mal schneller als die Rechenleistung, die sie heute auf den schnellsten Rechnern haben. Denn das zweite ist die unbegrenzte Bandbreite. Es wurde vorher das Thema 5G angesprochen. 6G ist schon in den Startlöchern dann. Und das sind die zwei fundamental neuen Ingredienzien, weil als Informatiker, wenn Sie auf der Softwareseite arbeiten, war es immer so, dass die Software, der Hardware einfach voraus eilt. Der CEO von Intel hat kürzlich auf einer Konferenz gesagt, eigentlich, wir beschäftigen uns mit dem Schrott an Hardware, interessiert kein Mensch. Selbst Intel will eine Softwarefirma werden, weil da die wirkliche Wertschöpfung eigentlich stattfindet. Und was bewegt einen Softwareentwickler einfach immer, sind die Ressourcen dann. Idealerweise hat er unbegrenzte Ressourcen, will er zur Verfügung haben, dann in Form von Rechenleistung und Bandbreite. Dann ungefähr 50% des weltweiten Internetverkehrs geht nur auf Video da zurück, nur um eine Größenordnung da zu nennen. So, und was ist der nächste Punkt eigentlich? Die beiden Herren, Charlie Munger, Charles Thomas Munger, trägt auch meinen zweiten oder mein Mitvornamen dort. Bei Focus Money werde ich auch oft Charlie genannt. Dann Charles Munger ist noch ein bisschen intellektueller wie Warren Buffett, aber Buffett hat mal 1981 in seinem Jahresbrief einen wichtigen Punkt als Advice gegeben an uns, jetzt genau zu der Zeit. Mal Frage in die Runde, 1981, wer war amerikanischer Notenbankpräsident zu der Zeit? Eine Ahnung? Genau. Paul Volcker, dort an der Stelle, und der ist damals noch stärker auf die Bremse getreten wie Ben Bernanke. Kann sich ungefähr jemand ausmessen, wie viel, über welche Leitzinsen wir damals gesprochen haben, 1981, Größenordnung? Genau, über zwischen 10% und 20%. Also er ist damals wirklich auf die Bremsen voll draufgetreten. Deshalb hat auch der Buffett das 1981 in seinem Jahresbrief wirklich zum Thema gemacht dann und hat gesagt, eigentlich aus der Anlegerperspektive, wenn wir so eine Situation haben, solche Zinssituationen, dann in welche Werte solltest du eigentlich investieren? Das erste, in Unternehmen, die eine sehr hohe Preissetzungsmacht haben, Punkt 1. Zweitens, ein Unternehmen, das in der Lage ist, quasi leichtgewichtig zu operieren, dann, das also nicht viel Geld braucht, um ihre Geschäfte fortzuentwickeln. Dann. Da fällt mir spontan Unternehmen ein, wie eine Apple und eine Google eben, genau, die viel Geld auf der Kante haben, die wenig eigentlich Hard Assets haben dann. Und das hat mich genau immer bewegt, dann als Schüler schon, dass ich gesagt habe, wenn ich mal, ich möchte auch selbstständig sein, möchte selbstständig operieren, eben nicht wie viele Schwaben bei uns eine Fabrik besessen mit vielen Maschinen und angesehen sein am Ort, das brauche ich gar nicht. Wenn ich keine Lust mehr habe oder wenn ich denke, ich bin fertig, dann kann ich sagen, den Rechner kann ich auch anderweitig nutzen und die Büroräumlichkeiten dann. Ich habe also keine Hard Assets, sondern nur Soft Assets an der Stelle. So. Und das heißt, in anderen Worten, investiere in Asset-Light Businesses. Und das Coole, was wir jetzt im Moment an der Börse erleben, ist, dass Asset-Light Businesses auch
abgestraft worden sind über die letzten anderthalb Jahre. Und genau das ist eine Riesenopportunität, weil der Markt das falsch wahrnimmt bei vielen Unternehmen, die Asset-Light unterwegs sind, Technologieunternehmen, bestimmte Technologieunternehmen, die vom Markt abgestraft werden. Das ist genau die Contrarian-Sicht, woraus man da jetzt ein intellektuell guter Anleger daraus den Nutzen ziehen kann und eben so wie der Buffett das damals gesagt hat, in solche Unternehmen investiert hat. Wer damals 1981 seinem Rat gefolgt ist und in diese Asset Light Businesses, wie er investiert hat, brauchen Sie sich nur den Chart von der Berkshire Hathaway zwischen 1981 und heute anschauen, dann sehen Sie ungefähr, was Sie haben gewinnen können. Dann so. Was ist Asset Light und was ist Asset Hard? Asset Hard ist auf der linken Seite, das ist Stahlkocher, das ist auch die deutsche Industrie, da wo Deutschland steht dann dabei, deshalb sage ich mal, alles, was Sie in Deutschland sehen, können Sie größtenteils auf Sell stellen dann, weil es eben kein Asset Light Business gibt dann. Dann, und auf der rechten Seite sehen Sie eben das Thema Asset Light hier auch. Ich habe es mal ganz prononciert gemacht. Linke Seite Stahlkocher, rechte Seite Quantencomputing. Dann, ja. Aber man muss da eben dann auch näher reinschauen. Dann. So. Jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage dann, weil wir bewegen uns ja jetzt in einem spannenden Umfeld dann. Wir haben es vorher gehört. Und ich bin ein Freund davon, vielleicht kennt der eine oder andere dort auch die Sichtweise von eben von solchen Anlegern, die eben auch immer sagen, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Tag quasi nimmer fern dann. Also wie wenn man durch den Gotthardtunnel fährt, diese 56 Kilometer, also irgendwann wird es wieder hell, aber gnadenlos hell. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich durch den Gotthard fahre, ist, dass zwischen dann Alpen-Nordseite, Alpen-Südseite immer konträres Wetter herrscht. Das heißt, wenn es auf der Nordseite irgendwo schlecht ist, ist es im Süden gut. Umgekehrt darum, wenn es Südseite schlecht ist, ist es auf der Nordseite meistens gut. So ist mir es gegangen. Erste Frage, kennen Sie den Herrn auf der linken Seite da in dem gelben Rennanzug? Kann man jemand die Frage beantworten? Das ist jetzt eine schweizspezifische Frage, wer das ist. Sehr gut, genau, Bernhard Russi. So. Und ich habe mir gedacht, der Russi hat da ein gutes Statement abgegeben. Und jetzt lesen Sie mal das, was er hier, ich lese es nochmal vor. Auf engstem Raum kommt alles zum Tragen, was von einem Abfahrer abverlangt wird. Die Kurven davor sind enger als üblich. Zwischen den Felsen links und dem Fangnetz rechts sind es höchstens 5 Meter. Die Sprungkante ist nur zu erahnen. Die Linienwahl ist geprägt durch den Abschluss des Netzes und die Vorstellungskraft des Fahrers. Und danach das Bodenlose. Ich meine jetzt nicht die bodenlosen Kursverluste, sondern ich meine das Bodenlose. Über welche Stelle sprechen wir hier? Wenn ich nachher die Seite aufblende, werden Sie es sehen, dann wird jeder sagen, ja. Sehr gut. So, das ist genau das. Dann Hundschopf, dort an der Stelle vielleicht nur ein paar Meter davor, das heißt Zufahrt zum Hundschopf. Die Abfahrt in Wengen ist die längste Abfahrt im Skizirkus, dann über 2,5 Minuten. Aber diese 20 Sekunden, Anfahrt Hundschopf, Sprung, Minchkante, Canadian Corner, Brückli-S, da entscheidet sich das in 15 Sekunden oder 20 Sekunden, wer es Brückli-S dann am schnellsten durchfährt und dann nachher nicht mehr viel falsch macht, hat gewonnen. Was bedeutet das jetzt genau im Tech-Sektor? Ich werde oft gefragt, wegen dem Markt, sagen, wie sehen Sie den Markt? Nein, der Markt interessiert mich nicht. Wenn die Kurse steigen, wird man reicher. Wenn die Kurse gleich bleiben am Tag, brauchst du nichts machen. Wenn die Kurse fallen, wie wir es jetzt erlebt haben, dann musst du höchst aktiv sein. Das heißt, du musst total vorbereitet sein, so genau wie wenn ich quasi als Abfahrer auf der Hundschopf quasi dann zufahre. Dann muss ich, schweizerdeutsch gesprochen, parat sein. Dann muss ich es abrufen können, dann muss ich da sein. Dann. Und genau in der Situation befinden wir uns jetzt als Anleger, wenn Sie Mengen gewinnen wollen, dann können Sie jetzt nicht mit Handbremse da auf den Hundschopf zufahren und sagen, ja, ich will sicher da runterkommen. Nein, da müsst ihr Gas geben und da müsst ihr quasi eben genau in dieses Bodenlose da reinspringen dann und müsst das machen. Jetzt habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, dass Sie sehen, das ganze Ding ist auch proven. Nämlich eben genau, dass Sie den Markt vergessen müssen Dann habe ich Ihnen hier die nächste Frage mitgebracht. Sie sehen hier Timing nochmal im Tech-Sektor, ich habe es hochgehoben. Die Aktie, Sie sehen dabei, die ist vom Januar 2000, das ist wie gesagt split bereinigt, von 4 Dollar auf 30 Cent gefallen. Das heißt, ich habe also mehr wie,
ja, bin 90% in dem Wert verloren. 1. Oktober für die Jüngeren von Ihnen, das war 3 Wochen nach 9/11, also nach dem Anschlag auf die Twin Towers dann. Und jetzt möchte ich noch was anderes dazu betonen, denn weiß jemand, wann wir den Tiefpunkt in der Nasdaq gesehen haben, damals in der Korrektur ungefähr? Kann sich jemand erinnern? Das war im Oktober 2002. Das war also dann nochmal ein Jahr später. Was sehen Sie jetzt in der Tech-Aktie? Die hat ein Jahr davor, bevor die Nasdaq quasi ihr All-Time-Low gehabt hat, oder dort in der Korrektur, die Nasdaq kam von 5.000 Punkte im März 2000 auf 800 Punkte im Oktober 2002 dann, hat diese Aktie aber schon ein Jahr vorher auf ihr unterstes Level korrigiert und hat dann eben bis, wie Sie oben sehen, dann im Oktober 2002 hat sie sich nahezu verdreifacht, obwohl die Nasdaq in dem Zeitraum sich nochmal halbiert hat. Über welche Aktie spreche ich da? Sehr bekannte Aktie. Nicht richtig? Nein? Nächste Chance. Keine Ahnung. Hab keine Ahnung. Verrate ich es, es ist Amazon. So. Amazon wurde im Jahr 2001, damals im Oktober, als klarer Pleitekandidat tituliert und gesagt, Amazon wird pleite gehen. Aber da sind wir bei dem einen Chart, was ich Ihnen vorher gesagt habe, mit diesem Hockeystick-Effekt. Wer Amazon dann näher angeschaut hat, hat gesehen, die einzige Messgröße, die es bei Amazon tatsächlich gibt, ist der Cashflow. Dann. Und Amazon hat sich darauf konzentriert, dort Jeff Bezos, dann den Cashflow positiv zu halten. Und dementsprechend, wer jetzt da mit Market Timing argumentiert und sagt, ja, Nasdaq hätte noch nicht den Boden gefunden oder so, ich bleibe da noch draußen, weit gefehlt dann eben. Dann. Und das sehen wir auch in der jetzigen Phase wieder, dass eben viele Werte schon so weit korrigiert haben, man sagen kann, da nach unten kann nicht mehr viel passieren, die zeigen sogar wirkliche Stärke darin, dass es ins Gegenteil dreht. So. Jetzt komme ich zu 3 exemplarischen Werten aus dem Index da und möchte Ihnen da ein paar Geschichten erzählen. Die führende Digitalbank, und ich meine jetzt nicht die Credit Suisse und die UBS an der Stelle, sondern es ist ein Wert, in den Warren Buffett selber auch schon vorbörslich investiert hat. Es ist die Nubank. Es ist eine neue App-basierte Bank und da haben sie beides drin, da haben sie, oder 3 Dinge drin. Sie haben eine erfolgreiche neue Bank, die ganz neu mit der DNA gegründet worden ist, digital Geschäft zu machen als App dann, und zwar in Südamerika. Also sie profitieren von gleich doppelt eben von dem Thema Digitalisierung und sie profitieren davon, dass eine Nubank eben über eine neue Art von Konto jetzt die Unbanked People quasi erreicht in Südamerika. Dann eben und ein sehr, sehr starkes Wachstum erzielt. Wir sehen das dabei in Quartal 2. Dann, wir haben über 65 Millionen Kunden bereits. Sie sehen genau diesen Hockeystick-Effekt dort in der Kundengewinnung. Über 50 Millionen aktive Kunden erzielen über eine Milliarde Umsatz. Sie sehen die Revenues, die sich im dreistelligen Bereich bewegt haben. Und die Nubank ist inzwischen Cashflow positiv und macht Profits dort so. Und wie sieht das Modell aus heute einer modernen Digitalbank? Dann auf der einen Seite quasi im Funneling neue Kunden gewinnen, die reinzuholen, dann aktive Kunden und dann die Umsätze pro Kunde dann auch wirklich zu erhöhen dann und vor allem Low Cost dann an der Stelle. Also die Plattform, die muss wirklich gut funktionieren dann. Das heißt, dass ich da eine sehr geringe Cost-Income-Ratio habe. Die Banken wie hier in der Schweiz oder auch in Europa und so, die kommen eben aus der alten Welt, die müssen ständig downsizen, die arbeiten mit einer alten Infrastruktur, die werden es niemals schaffen. Und hier die Nubank hat eben auf der grünen Wiese das komplett neu gebaut und das Ergebnis ist dann eben, dass sie eben eine entsprechende Earnings Power dann daraus generieren. Das hat dem Buffett dann auch gefallen, dass er da schon vorbörslich reingegangen ist und jetzt auch wieder weiter an der Stelle zugekauft hat. Wer denkt, Buffett versteht nichts von Technologie,
Technologie versteht sehr wohl was davon, wie wir da sehen. Dann so. Und dann kommt das Ökosystem zu tragen dann. Die sind in den Märkten vertreten, eben Brasilien, Mexiko, Kolumbien. Sehr wachstumsstarke Bereiche und haben ein Marktplatzkonzept dann einfach, wo sowohl in die Richtung Consumer ausstrahlt, also B2C, als auch B2B, das heißt in der SMB-Bereich rein dann, wo sie auch schon 2 Millionen Kunden haben und wo eine zentrale Plattform da ist. Man könnte auch sagen, all Finanzanbieter, das was die Banken bei uns zur Fusion auch immer wieder, man denkt dran, Credit Suisse, Winterthur und so weiter, ja früher mal versucht haben, genau das vollzieht die Nubank eben hier par excellence digital. So. Nächster Punkt, die führende Produktivitätsplattform, habe ich das überschrieben, oder man könnte auch sagen, Demografiegewinner, und damit meine ich jetzt keinen Pharmawert sowas, sondern GitLab dann. Und was bewegt uns eigentlich? Jede Company is becoming a Software Company. Dann alles wird zur Software, oder wie Marc Andreessen, der Erfinder vom Internetbrowser, gesagt hat, Software is eating the world. Also Financial Services eben wird der Bankautomat, Bankomat wird eben zur Banking-App, Public Sector wird immer mehr digitaler, Retail, wir kaufen online ein und wir kaufen auch die Tickets online ein. Das heißt, Software spielt immer eine viel, viel größere Rolle. Und GitLab ist jetzt ein Unternehmen, das erst 2014 gegründet worden ist, vom ersten Tag an komplett remote only. Als die das Börsenprospekt veröffentlicht hatten, stand da auch keine Adresse mehr drin, weil es keine Company-Adresse mehr gibt, weil alle Mitarbeiter eben komplett digital arbeiten, eben remote only. Und diese Plattform ermöglicht es jetzt dann über diese Plattform, dass man da das Projektmanagement machen kann, Softwareentwicklung und so weiter. Unsere Softwareentwickler arbeiten auch alle darauf, auf der Plattform. Dann, das ist das Nonplusultra, oder wie die Focus Money mal geschrieben hat, quasi eine sogenannte Südkurvenaktie. Was ist eine Südkurvenaktie oder so? Warum so griffig dann beschrieben? Sie sehen jetzt, so laufen heute eigentlich agile Prozesse ab in Firmen, dann bei der Softwareentwicklung nicht mehr nach dem Wasserfallprinzip, da sich mal ein paar Leute was ausdenken, dann wird was entwickelt, dann sagt man, okay, gut oder schlecht dann. Bei den Banken manchmal ist es so auch gegangen, aber heute ist es viel interaktiver dort an der Stelle. Und man sieht dabei, wie gut ein Unternehmen da von der aktuellen Situation profitieren kann. Es gibt eine Knappheit an Entwicklern. Wir haben ja die wesentliche Ressource, neue Softwareentwickler zu bekommen. Es gibt zu wenige. Also müssen diejenigen, die da sind, einfach mehr arbeiten, müssen produktiver sein. Das ist der Punkt. Das heißt, deshalb ist GitLab ein wahrer Gewinner. Und man sieht dabei, die Unternehmen dann investieren in das Produkt massivst rein dann. Das heißt, das Wachstum beschleunigt sich sogar gerade in diesen Krisenzeiten mit plus 75% dann. Und hier sehen wir es nochmal, 1700 Mitarbeiter sind in 65 Ländern dort, haben kein Headquarter. Dann, das sind die wirklichen Asset-Light-Businesses, die wir sehen. Und früher hätte man als Firma, das keinen Firmensitz hat, sicherlich mit der UBS keinen Vertrag schließen können. Das ist aber tatsächlich der Fall. Ein Anbieter, ich habe jetzt bewusst mal als Kunde UBS hier für die Schweiz passend rausgesucht, dann, dass von der UBS aus eben 12.000 Mitarbeitende darauf zugreifen, 54.000 Source Codes dort drinstecken, also wesentliche Teile von der UBS Software DNA wird bei einer Company betrieben, die es nur virtuell gibt dann. Ganz schön strange an der Stelle. Und warum profitiert eine GitLab jetzt so stark davon auch in dieser Phase? Naja, dann sehen wir hier in der Folie dann 407% ROE, also Return on Investment dann. Das heißt, wenn ich in das Produkt investiere, habe ich da sehr schnell eben einen sehr hohen Return on Investment und deshalb profitiert so ein Unternehmen gerade jetzt in dieser Krisenphase. Dritter Punkt, US-Digital-Kommunikationsinfrastrukturanbieter. Ich habe erst heute Morgen wieder von dem Aktien reingekauft für mich selber dort. Wir haben vorher Waste Management gehört. Weiß jemand, wer einer der größten oder der größte Aktionär von Waste Management ist? Kann mir jemand die Frage beantworten? Warren Buffett. Nein, aber ein Freund von ihm. Bill Gates. Bill Gates kauft für seine Stiftung, für Cascade, hauptsächlich Dividendenwachstumswerte. Seine Frau hat jetzt die Aktien von Canadian National Railway geerbt dann oder bekommen, oder geerbt ist der falsche Ausdruck, bekommen. Waste Management ist nach wie vor eine hohe Position und Bill Gates war auch stark
bei Crown Castle investiert. Und jetzt mal ein Punkt eben, wo man an die Mikroseite reingehen muss, weil wir vorher das Thema 5G gehört haben. Crown Castle ist eben nicht nur ein Funkmastenbetreiber dann, sondern man muss da auch schon ein bisschen näher reinschauen. Und das sehen wir hier, deshalb habe ich diese Karte mal hier mitgebracht, denn man sieht, wo Crown Castle hier zugegen ist. Das heißt, Crown Castle hat seine Funktürme wirklich dastehen, wo viel Traffic ist. Also wirklich in den großen amerikanischen profitablen Gebieten da, also hier an der Stelle oder hier, man sagt, und nicht in den Flyover States typischerweise dann. So, das ist das eine. Das andere, was wir sehen hier, ist die Dividende, die ist im Schnitt pro Jahr um 9% gestiegen. Und Crown Castle hat dieses Jahr trotz Krise dreimal ihre Zahlen nach oben angehoben. Dann. Und wofür sie abgestraft worden sind, haben wir jetzt gerade vorher gehört, steigende Zinsen. Heißt, bedeutet bei einem Infrastrukturanbieter, dass er geleveraged ist. Aber was die Leute nicht drauf geschaut haben, sind zwei Faktoren oder die Investoren. Einmal, dass Crown Castle die Phase genutzt hat, dieser niedrigen Zinsen und hat die Duration ihrer Anleihen auf 7-8 Jahre verlängert. Das heißt, für die ist das gar kein Problem. Sie sind sogar noch ein Gewinner dieser Situation, weil viele Verträge mit den Mobilfunkanbietern sehen eben vor, dass man inflationsbereinigt die Gebühren anheben kann, die Netzentgelte anheben kann und deshalb werden die davon profitieren. Und jetzt das Spannende ist, sie haben eben nicht nur Funkmasten, sondern Crown Castle hat sich überlegt, naja, eigentlich, jetzt kommt die neue Welt 6G oder jetzt mal 5G, das heißt, einfach gesprochen, an jeder Laterne kann ich nochmal einen Router oder ein paar Router hinhängen dann. Das ist die neue Welt, sogenannte Small Cells. Und dann haben sie ein großes Glasfasernetz gebaut, weil das ist auch wichtig. In der Schweiz sieht man das auch, dass die Funktürme dann eben mit Glasfaser versorgt, also kombiniert sind. Und somit sind sie für die Zukunft optimal da eben ausgerichtet. Und das Ganze sieht dann eben so aus, dann, wenn man sich das mal im Modell anschaut. Und das ist eben genau die neue Welt, die 5G, 6G-Welt, autonomes Fahren, IoT, Internet of Things, also ganz neue Businessmodelle, die darauf entstehen können. Und die können natürlich nur laufen, wenn ich hier ein komplett Anbieter bin und das Ganze da drin habe. Weil ich habe mich am Anfang auch gefragt, welches ist der beste Funkmastenbetreiber dann? Also wie Warren Buffett immer wieder sagt, kauf immer nur gerade in solchen Marktphasen das Beste, nicht second best. Mein Vater hat immer gesagt beim Thema Schokolade, Lindt only. Dann, wenn wir uns Lindt nicht leisten können, dann lassen wir es eben sein. Aber bei uns kommt kein Milka oder sonst was auf den Tisch, dann Lindt only. Und deshalb habe ich ja immer lange Jahre fest in Lindt-Aktien investiert und hat sich nie als Fehler erwiesen. Und nachdem ja jetzt auch die Sache durch ist an Ostern dann mit den Lindt-Hasen, dass jetzt da das Patent oder die Marke komplett auf Lindt läuft und die anderen ihre Dinge einstampfen müssen, war das nochmal ein Qualitätsbeweis, da tatsächlich da zu gehen. Und so ist es hier im Technologiebereich auch. Sei wählerisch, aber schau genau hin dann eben, wenn Ihnen suggeriert wird, ja, Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist eben genau der Punkt. Man muss tiefer einsteigen, muss das rausarbeiten. Bill Gates hat das eben auch gemacht. Und da, Bill Gates hat immerhin Microsoft gegründet. Dann wird er so clever sein, dass er eben, wenn er es auf Funkmastenbetreiber setzt oder Kommunikationsanbieter, schon der Beste eben raussucht dann. Ja. So, und jetzt spannend. Was kann ich aus so einer Kuh, aus so einem Funkmasten eigentlich mal rausholen? Dann sogenannte Site Rental Revenues. Dann typischerweise macht das Crown Castle so, dass sie sagen, wir tun überhaupt nichts vorab investieren, sondern wir arbeiten mit den drei Großen drüben zusammen, also mit T-Mobile, mit AT&T und Verizon dann. Und wenn der eine sagt, da hätte ich gerne einen Funkmasten, sagen wir, okay, schauen wir uns das an. Und das muss ich durch den einen refinanziert haben. Und dann ist der Weg offen, dass die anderen beiden eben auch noch drauf springen. Und so erhöht sich dann quasi Jahr für Jahr die Einnahmen dann für Crown Castle, weil sie mit den bestehenden Kunden entweder mehr Services anbieten, dann auch inflationsbereinigt mehr verdienen und die anderen Anbieter eben auch noch zusätzlich darauf aufschalten. Deshalb ist es quasi ein No-Brainer, dass da die Kurve eigentlich nur nach oben geht. Und wir fangen ja gerade erst an mit, wir haben ja jetzt erst telefoniert und ein bisschen Datenübertragung gemacht. Jetzt kommen ja erst die Geschäftsmodelle. Das heißt, dieses Netz wird jetzt erst richtig genutzt dann. Und hier habe ich nochmal mitgebracht eben, dass Sie mal sehen, der Durchschnitt dann, eben was ich gesagt habe, dass zwischen 2015 und 2022 der durchschnittliche
Duration dann von den Anleihen von 5,4 auf 8,7 Jahre gesteigert worden sind. Würden sich also die Analysten und Investoren da ein bisschen Mühe machen und die Bilanzen und die Investorencharts lesen, würden sie erkennen, Mensch, das Unternehmen hat das ja clever gemacht. Die haben ihre Duration erhöht, wie ein seriöser Hausbesitzer oder ein Unternehmer, der seine Kredite längerfristig dann eben darstellt, dann. Das haben sie gemacht und trotzdem wurden sie in den letzten Wochen vom Markt abgestraft. Damit für mich an der Stelle ein klarer Kauf. Wir haben jetzt da eine Dividendenrendite von 4%. Und was gibt es Schöneres dann auch, einen Wert im Depot zu haben, der seine Dividende jedes Jahr um 10% steigert. Der Aktienkurs kommt sogar zurück. Dann kann ich mit dieser steigenden Dividende mehr Anteile kaufen. Wenn Sie das über Jahre rechnen, selbst wenn der Kurs unten bleibt oder fällt, ist es das Beste, was Sie eigentlich haben können, dass Sie mit steigenden Dividenden in einen günstigeren Wert reinkaufen können. Dann so. Worauf kommt es beim Tech generell an? Da habe ich nochmal nach dem zweiten Bild, nachdem wir jetzt den Hundschopf hatten, dann quasi gesucht dann. Und tatsächlich ist es beim Tech-Bereich so, dass sie eigentlich kein Mittelfeld brauchen. Also Fußball ist der falsche Ausdruck, sondern das ist eigentlich American Football. Das heißt, du brauchst eine Defense- und eine Offense-Strategie und eine Positionierung dann. Und beides ist notwendig. Und ich habe mal die Werte jetzt für Sie mal illustrativ auf ein Football-Feld und auf ein Strategiefeld quasi gemalt, dass Sie die Einordnung sehen, dann wie wir quasi diese Mannschaft, diese Werte jetzt, diese 18 Werte da aufgestellt haben, mit quasi damit viel Ideen. Und das ist genau der Punkt, du musst genau eben diese Defense und Offense dann eben dann richtig spielen dann und musst quasi auf die jeweilige sag mal, Marktsituation darauf reagieren. Ich würde jetzt sagen, aufgrund von den stark gefallenen Kursen, dass wir jetzt ideale Bedingungen haben, dass wir offensiver an die Sache rangehen können als defensiver dann, weil genau jedes Downsizing oder jede Kursreduzierung, die wir jetzt im Markt sehen, heißt jetzt nicht, noch mehr auf die Bremse zu gehen, sondern denken Sie nochmal an den Hundschopf dann, eben sagen, ja, aggressiver an die Sache rangehen und aus dem Brückli-S eben schneller eben rauszufahren dann. Ja, das ist mal so das grundsätzliche Bild, die Aufstellung. Und hier sehen Sie jetzt sozusagen das Tableau dieser 18 Werte und die Überleitung oder die Darstellung eigentlich in den einzelnen Segmenten, dass Sie sehen, wir haben das Thema Artificial Intelligence, Big Data drin, haben das Thema Cybersecurity drin und jeweils habe ich versucht, die Werte rauszupicken, wo ich sage, das sind ganz starke Werte, dann die quasi innerhalb ihres Sektors nochmal deutlich besser performen. Thema Quantum Computing, da kriege ich jetzt im Moment eine Firma wie eine Rigetti dann quasi zum Nulltarif. Das heißt, die haben auf der Bank mehr Geld, als sie tatsächlich wert sind, stehen unmittelbar vor dem Durchbruch dann. Dann Digital Productivity, also das, was wir genau brauchen dann, weil wir wenig Ingenieure haben, wenig Softwareentwickler dann, wo wir da leveragen müssen. Open Source Software, IoT, Emerging Markets mit einer Nubank, mit einer Paytm. Bei beiden ist Warren Buffett Großaktionär. Das Thema digitale Infrastruktur, das jetzt eher die Defensive darstellt. Und eben, ganz wichtig, wir fahren einen sehr konzentrierten, fokussierten Ansatz dann eben mit 18 Werten im Moment. Das heißt, ich habe eine erweiterte Mannschaft mit rund 30 dann, aber sozusagen 18 würde ich jetzt nur aufs Spielfeld setzen dann weil es eben nochmal auf Buffett dann eben auch zurück, dann Konzentration ist alles dann und setzt dann nur auf Qualität dann. Da Sie mal einen Eindruck davon bekommen, wie das Ganze jetzt, wir haben das mal aufgemalt, wie das in der Vergangenheit performt hätte. Und da kann man sagen, das Ding geht dann aus dem Gatter raus, wie ein Rennpferd dann auch. Dann das sehen Sie, dass es die Nasdaq deutlich outperformt, auch deutlich drüber geblieben ist. Und das ist jetzt auch nochmal der Punkt dann. Ich hatte kürzlich mal nachts einen Traum dann, ich habe es vorher so im kleinen Kreis erzählt dann, schweißgebadet aufgewacht und habe dann vor mir das Kurschart von der Alphabet gesehen und die sind innerhalb zwei Tagen um 50% gestiegen. Und ich habe dann gedacht, hättest doch kaufen sollen, dann hast du einfach zu lang gewartet, dann der Markt ist dir davongelaufen. Bin ich aufgewacht, habe gemerkt, es ist nur ein Traum. Gut, dass es so ist, dann nutzen Sie jetzt genau diese Marktphasen. Wenn der Markt runtergeht, das heißt, wenn die Leute sich von Aktien trennen, dann in diesen Markt auch reinzukaufen, dann den Mut zu haben, dann jetzt reinzukaufen, das ist wie in der Formel 1 die Safety-Car-Phase. Sie haben gesehen, das Rennen ist eigentlich schon gelaufen, dann gibt es einen Unfall.
Dann kommt Safety Car raus, alle werden nochmal eingenordet. Das ist das Schöne, dann, dass man manchmal an der Börse die Möglichkeit hat, dass die Kurse zurückkommen und dass sie sagen können, so, aber während der Safety Car Phase, da müssen sie quasi, da muss es rattern im Kopf, da müssen sie aktiv werden, da können sie sich nicht zurücklehnen, weil sie wollen dann genau, wenn Safety Car rausgeht, wollen sie eigentlich idealerweise dann quasi aus der Pole Position dann rauskommen, wollen das Ding dann vielleicht nochmal gewinnen, dann das Rennen. Und das ist genau das, wo wir jetzt haben, dass wir diese Safety Car Phase, diese Chance bekommen haben dann. Und das muss ich als Anleger jetzt wirklich nutzen und muss diese Phase, die wir jetzt die nächsten Wochen, Monate haben, dann konsequent für Zukäufe dann in diesen Bereich rein nutzen. Viele dieser Werte haben aus meiner Sicht ausreichend korrigiert. Sie sind Leaders, sie werden ihren Weg dort gehen. Im Gegenteil, sie werden genau aus dieser Krise enorm profitieren. Der Markt straft sie generell ab, weil der Markt immer dann das generell aus dem Kübel schüttelt. Aber das ist genau die Opportunität, die man jetzt eben hat. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder sehr, sehr interessant, dir zuzuhören, wie tief du auch in den einzelnen Geschäftsmodellen drinsteckst. Und bevor wir jetzt mal schauen, dass ich das hier, die Technik mir hier kein... Ich würde gerne mit dir nochmal ganz kurz auf das Produkt schauen, das wir jetzt lancieren. Es ist ein aktiv gemanagtes Zertifikat auf einen Index. Der Emittent ist Vontobel und es wird jetzt in Zeichnung sein bis Anfang November. Also genug Zeit, hier entsprechende Volumen zu platzieren. Wir lancieren das in Schweizer Franken, in Euro und in US-Dollar. Es ist, wie du schon gesagt hast, ein aktiver Ansatz. Die Startselektion hast du präsentiert, ein schöner Vergleich zum American Football. Produkt ist bis Anfang November in Zeichnung. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auch mit dir nochmal persönlich über das Produkt zu sprechen. Dafür stehen wir immer zur Verfügung. Wer noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren will, wir haben auch auf unserem YouTube-Channel What's Next ein Video zu diesem Thema gemacht, wo wir auch noch mal auf ein paar von diesen Aktien eingegangen sind. Also hier kann man sich auch noch mal ein bisschen mehr Informationen holen. Ansonsten schaue ich mal kurz hier online, ob es Fragen gibt. Deine Frage zum Skifahrer hat auch online jemand richtig beantwortet, der Luca, der auch den Russi erkannt hat auf deinem Chart. Gibt es ansonsten noch Fragen hier zu dem Index, zur Zusammenstellung, zu Next Generation Tech oder zu Thomas? Ich denke, von meiner Seite sicherlich auch noch interessant, wie du die Neuzugänge oder auch mal eine Aktie ersetzt, ist das hast du einen Quartalsansatz oder halbjährlich oder wie ist so die Frequenz von deinen Portfolios? Wie gesagt, das sind für mich auch alles Aktien, die ich sehr stark befürworte, aber es gibt vielleicht auch mal den einen, der vielleicht die Kurve nicht kriegt, oder was ist das Kriterium für das Austauschen? Ganz genau, also da muss ich sagen, die Erfahrung aus dem normalen Zertifikategeschäft, wo wir in der Regel quartalsweise oder halbjährlich Anpassungen haben, ich vergleiche das immer, das ist wie wenn man Nazi-Trainer ist, also Bundestrainer ist, dann hast du die Spieler vielleicht nur 6-7 Mal im Jahr, aber du musst dann auf den Punkt dann deine Leistung bringen. Die restliche Zeit vom Jahr hast du eigentlich frei, also hast ein schlaues Leben, aber du musst punktgenau da eben zu den Zeitpunkten eben abliefern. Das ist mir in der Vergangenheit gut gelungen. Es gibt ja den Ausdruck, hin und her macht die Taschen leer.
dann. Also man braucht schon eine grundsätzliche DNA in dem Produkt, wo man dann von den Werten dann auch überzeugt ist. Oder anders gesprochen auch, selbst wenn es in bestimmten Werten dann runtergeht, dann sagt, ich bin, wie der Buffett sagt, wenn ich von dem Wert überzeugt bin, dann laufe ich dem eher noch entgegen. Oder wenn der mir entgegenläuft, dann kaufe ich eher von dem noch mehr dazu. Ja, das heißt nicht, dass meine Aktie verliebt ist, aber wenn man sieht, naja, die Opportunität wird eigentlich noch größer und der Markt sieht es noch weniger, dann muss man eigentlich da sogar noch konträrer dann zulangen. Aber grundsätzlich ist es eine stabile Aufstellung. Ich habe es gesagt, es gibt im Hintergrund dann eine erweiterte Mannschaft, ein erweitertes Team, wo man den einen oder anderen Player ersetzt dann. Aber in der Regel sollte es so sein, so aus auch der Erfahrung wie bei dem Cybersecurity-Zertifikat, sehr fokussiert und vielleicht mal ein, zwei Werte rochierend, aber nicht mehr dann. Weil sonst bist du als Trainer oder als Manager dann von so einem Produkt auch unglaubwürdig, wenn du ständig en bloc wechselst. Also wir sind nicht da beim Eishockey dann, wo man die Reihen dann komplett durchwechselt, dann das wäre sicherlich ein schlechter Ansatz, ein falscher Ansatz. Ja. Geht die drauf? Gibt es nicht mehr? Oder, doch, sind mehr drauf dann, sind mehr drauf, und zwar tatsächlich ist es so, Sie finden da wie eine Keysight beispielsweise dabei. Keysight ist ein Unternehmen, das viele gar nicht auf dem Radar haben. Es ist ein Hidden Champion. Ein Unternehmen, das die letzte, eine Abspaltung von Hewlett Packard, das sind im Messgerätebereich unterwegs. Und zwar liefern die Messgeräte, wenn ein neues 5G-Netz, 6G-Netz oder auch jetzt im Quantencomputing sogenannte Error Correction, also Fehlerhandhabung von diesen Qubits gemacht wird, dann wird es mit deren Technologie gemacht. Ein Unternehmen, das steigende Dividende zahlt. Keysight gehört dazu, da gehört eine Palantir dazu und da muss man wissen, auch wieder die Internas, dann die größten Investoren in Rigetti waren Keysight und Palantir dann. Also das sind drei Unternehmen, die da quasi in diesem sozusagen wie so eine, früher hat man in der Schweiz mal gesagt, bei Fribourg dort, als die russischen Eishockeyspieler da waren, hat man von dem Atomblock gesprochen. Also das ist so ein Atomblock dann, um den Ausdruck mal zu nehmen im Bereich Quantencomputing. Also da gibt es tatsächlich, haben noch mehr Unternehmen da so eine DNA dahinter dann. IBM hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie aus ihren, angefangen im Bereich AI, dass sie aus ihren Forschungsergebnissen nichts oder zu wenig machen. Sie bringen die Traktion einfach nicht aufs Pferd. Sie sind in dem Quantencomputing-Bereich gut aufgestellt, haben eine große Community, sind hardware-technisch, software-technisch gut unterwegs dann, aber es ist nicht gesagt, dass sie das auch monetarisieren werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass IBM sehr viele gute Patente hält, aber sie bringen sozusagen das R&D nicht auf die Straße. Und sie sind vom Faktor dann, das muss man immer wieder sagen, mal auf dem Cybersecurity-Bereich umgemünzt, sagen manche, da habe ich bewusst da nur Pure Player drin, also wo man dann auch zu 100% profitiert. Nehmen Sie eine Cisco, die machen in absoluten Zahlen sehr viel Cybersecurity-Geschäft, aber für im Gesamtvolumen ist es trotzdem nur ein Bruchteil. Deshalb habe ich eine Cisco nie im Cybersecurity-Zertifikat drin gehabt, weil es eben nur ein Buy-Side-Thema ist. Dann also Fokussierung oder manche Fonds haben im Cybersecurity-Bereich dann Handschellenunternehmen dabei, Schließsystemunternehmen dann und so ein Quatsch dann dabei. Das erleben sie in Fonds und ETFs im Cybersecurity-Bereich oder in anderen Themenbereichen. Und das ist eben genau der Vorteil dann auch von Zertifikaten, dass man dann auch wirklich, dass der Kunde das bekommt, was draufsteht. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Man bekommt das, was draufsteht, und hier bekommt man die nächste Generation Tech-Aktien. Vielen, vielen Dank an dich, Thomas. Wenn es später noch Fragen auftauchen oder es noch Fragen gibt, dann immer gerne auch die Kommentarfunktion nutzen. Wir werden Thomas dann entsprechend nach einer Antwort kontaktieren. Jetzt erstmal an dieser Stelle vielen Dank an dich, Thomas. Danke. Und wir sehen uns gleich zum Roundtable mit Thomas, Maurizio und Biros.
das, was wir da gesehen haben als Skifahrer, wenn man das sieht am Hundshop von gegenüberstehen, 10.000 oder 20.000 Leuten mit ihren Kuhglocken, das ist einfach genial. Also wenn wir so eine Ambiance dann mal auch noch hinbekämen, dann springen wir, glaube ich, auch gerne den Hundshop runter. So, bevor wir mit dem Roundtable starten, und das ist sehr schön, weil es ist vielleicht sogar ein guter Start in unsere Diskussion, und ich rufe auch online dazu auf, gerne Fragen zu stellen über die Kommentarfunktion, denn die... Denn wir sollten die Chance nutzen, und wir haben eine Frage über den Chat noch erhalten an dich, Thomas. Und damit starten wir dann. Es geht nämlich noch um Palantir. Mhm. Und die Frage ist, aber ist Palantir nicht einfach zu teuer in der jetzigen Marktsituation? Muss man schon jetzt rein, sonst werden sie plötzlich geschluckt? Also Palantir gehört ja zu den most hated Aktien überhaupt dann. Und ich habe ja viel im Buch auch über Palantir im Peter Thiel Buch beschrieben. Alex Karp, der CEO, sagt immer, ich bin derjenige, der Palantir in Europa am besten versteht. Und Alex Karp hat es kürzlich mal gesagt, we have bad times and Palantir is a company for bad times. Hat 2,5 Milliarden auf der hohen Kante, keine Schulden, macht genau die richtige Software, dann sowohl für den militärischen Bereich. Es wird ja auch kolportiert, dass Palantir Software maßgeblichen Einfluss auf den Kriegsverlauf in der Ukraine hat. Dann. Und auf der anderen Seite gewinnen sie immer mehr Kunden am oberen Segment, vor allem in den Vereinigten Staaten im kommerziellen Bereich. Und ich würde genau das Gegenteil dort an der Stelle sagen, dass es eben ein fantastisches Unternehmen ist, und in der jetzigen Phase, wo ich sie gegenüber früher mal $40 zu jetzt zu $8 bekomme, ist das Upside-Potenzial bei einem jährlichen Wachstum von 30% weit höher. Sie haben jetzt diese Woche eine Genehmigung bekommen im Cloud-Bereich, die eigentlich nur Amazon hat, dann, dass sie jetzt im militärischen Bereich eben auch das als Cloud-Lösung anbieten können. Und eins ist klar, auch im militärischen Bereich braucht es mehr Software dann, wo sie unterwegs sind. Also ich bin da sehr, sehr positiv bei dem Unternehmen für die Zukunft gerichtet. Und wenn man da vielleicht nur auf dieses Hockeystick oder auf diese finanziellen Verhältnisse anschaut, wenn man das Thema Aktienoptionen und Aktienvergütungen bei Palantir rausnimmt, ist das Unternehmen höchst profitabel, aber Palantir zahlt generell sehr geringe Löhne und honoriert die Mitarbeiter mit entsprechenden Aktienoptionen, Stichwort Skin in the Game dort zu zeigen. Das finde ich positiv, dass die Mitarbeiter wirklich addicted sind dabei dann. Das kostet jetzt, dafür werden sie zwar geprügelt, aber das bindet die Mitarbeiter dann ans Unternehmen, und sehe ich grundsätzlich eher als positiv. Positiv ist ein gutes Stichwort. Ich begrüße auch Spiros Margaris jetzt hier in der Runde. Hallo, hallo. Spiros, mit dir haben wir auch ein Produkt dieses Jahr aufgelegt. Das ist ein Produkt im Bereich Fintech. Mhm. Wir haben dort auch gezielt in dieser Marktphase auf Value-Titel oder erstmal auf eher auf Value-Titel statt auf Growth-Titel gesetzt. Jetzt im Bereich Technologie. Wir wollen heute über Technologie ist Zukunft sprechen. Auf welche Bereiche sollte man setzen? Du bist ja auch im Fintech-Bereich, du bist im Cybersecurity-Bereich unterwegs, du bist im AI-Bereich. Was würdest du sagen, sehen wir immer mehr eine Verzahnung von diesen unterschiedlichen Bereichen? Hört mich gut, ja, absolut. Also deshalb bin ich ja im Bereich AI, Cybersecurity, Fintech. Am Anfang war das noch ein bisschen komisch für die Leute, weil ich dachte, wieso bist du noch im AI-Bereich, Cybersecurity? Aber das,
das ist alles so, wie ich schon mal gesagt habe, wie so ein Kuchen. Man backt einen Kuchen mit verschiedenen Technologien von Internet of Things, Cybersecurity etc. Und dann ist man, als Koch muss man halt wissen, wie man diese Zutaten mischt, damit ein gutes Produkt rauskommt. Und so ist es auch im Fintech-Bereich oder die Unternehmen, die müssen sich überlegen, wie mischen wir die Technologien. Ich bin nicht mal so ein Typ, der sagt, ich werde immer wieder gefragt, was ist die nächste Technologie? Also Thomas, ihr zwei hattet super Präsentation, ich war schon nervös jetzt. es geht wirklich mehr darum, seine Kunden zu kennen, als Fintech-Unternehmen oder irgendein Unternehmen, und denken, okay, wie viele Daten habe ich, wie kann ich AI einsetzen, damit ich diesen Kunden besser bedienen kann. Und deshalb, ich finde, das ist, ich meine, man braucht kein Ferrari, um Food zu transportieren. Man muss einfach wissen, was man braucht für seine Kunden. Und dann braucht man vielleicht wenig AI oder viel AI. Aber jedenfalls ist alles eine Mischung von verschiedenen Technologien, die gar nicht mehr wegzudenken sind. Weil wie könnte ein Fintech-Unternehmen mit so wenig Leuten, ich meine, das ist schon so, und neue Technologie die Kunden bedienen? Ich meine, ich habe ein Cybersecurity-Unternehmen, MediaStalker, das hat 17 Leute und das könnte im Prinzip, wir bedienen als Beispiel, wir bedienen große TV-Unternehmen, die im Prinzip Pay-TV-Unternehmen, die in Champions League zeigen, die wollen natürlich, dass die Leute dafür zahlen. Und wir finden illegale Sites innerhalb von 3-4 Minuten und wir nehmen es auch runter in dieser Zeit. Und das ist doch geil, weil dann bist du ja gezwungen, Pay-TV zu zahlen. Es war schon passiert. Aber ich glaube, da muss ich die Jungs mal fragen, gibt es irgendwas, was er nicht runtergeladen hat? Ich sage, nee, okay, da muss ich subscriben, weil mein Neffe in der Nähe war und der wollte ein Fußballspiel sehen. Und dann wurde ich abgestraft durch ein Unternehmen, wo ich schon investiert war. Und da können wir es nicht anders sehen. Aber ich glaube, ein guter Aspekt, und auf den würde ich gerne noch ein bisschen weiter eingehen, ist Daten. Also man hört ja schon in der Vergangenheit viel über Big Data, das war lange so das Stichwort, aber es ist ja tatsächlich so, Thomas, du hast es vorhin auch sehr eindrücklich in einem Chart gezeigt, alle Companies werden eine Software-Company, das heißt überall, wir machen alles digital, das heißt wir lassen überall auch Daten liegen, überall werden Daten gesammelt, aber mittlerweile sind wir ja nicht mehr bei Big Data, sondern wir sind schon bei intelligenten Daten, wir sind bei autonomem Fahren, was alles auf Daten basiert. Seht ihr in dem Bereich, und da vielleicht die Frage erstmal an dich, Thomas, siehst du in dem Bereich noch weiter, also wird das noch weiter wachsen und wie werden sich wie wird sich das Ganze mit den Daten auch vielleicht verändern, auch hinsichtlich, das sieht man ja auch, da kommt jetzt ein großer Treiber mit Blockchain, mit wer ist Herr über meine Daten, ja, die großen Companies haben über Jahre hinweg Daten gesammelt, jetzt kommt so ein bisschen ein Hang aus dieser Krypto-Blockchain-Welt, dass sie sagen, hey, aber ich bin Herr über meine Daten. Wie nimmst du dort so ein bisschen die ganze Stimmung wahr? Also grundsätzlich ist es so, dass wir eben immer digitaler werden und jedes Jahr entsteht ja quasi fast so viel Daten, wie in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte bisher komplett entstanden ist. Also das heißt, wir bekommen immer mehr Datenpunkte und worauf es jetzt drauf ankommt, ist immer, wie wir Informatiker sagen, dann die sogenannte, so wie Sie es kennen von einer Musikanlage, die sogenannte Noise Ratio, also den Krach oder die Nebengeräusche rauszubekommen und sich aufs Wesentliche zu fokussieren. Also was kann ich aus den nicht viel Daten erzeugen, ist zwingend dann, sondern dass man die richtigen Schlüsse dann daraus zieht aus den Daten. Vielleicht da nochmal ein Beispiel. Palantir wird oft als Datenkrake beschrieben. Ja, ich hatte kürzlich mal ein Interview gegeben für die NZZ, Neue Zürcher Zeitung, dann eigentlich früher eine sehr renommierte Zeitung. Dann haben die mich am Ende des Gespräches gefragt und gesagt, ja, können Sie mir jetzt noch 5 Negativargumente zu dem Unternehmen liefern? Dann sagte ich, Entschuldigung, ich habe immer die NZZ als seriöse Zeitung wahrgenommen und es gibt einen Unterschied zwischen der
Berichterstattung und einem Kommentar. Wenn Sie was Negatives schreiben wollen, dann nutzen Sie die Kommentarzeile. Und ich habe den Artikel abgelehnt, weil beispielsweise eine Palantir als Datenkrake beschrieben wird. Dabei macht Palantir genau das Gegenteil. Die verkaufen Software und die wird in dem Unternehmen mit den Unternehmensdaten genutzt. Sie haben gar keinen Zugriff auf Daten. Dabei die anderen, Google, Facebook und Co., das sind tatsächlich Datenkraken, weil sie eben ein Geschäftsmodell haben, das auf Basis von den Kundendaten dann läuft. Und so werden manchmal Sachverhalte komplett von der Presse dann falsch dargestellt, von den Medien dann. Ja, und tatsächlich kommt es darauf an, die Raffinade zu machen, also die gute Qualität rauszulesen, Schlüsse zu ziehen. Und da sind wir jetzt eben wie beim Quantencomputing dabei, dass wir jetzt viel mehr Situationen durchberechnen können, so wie wir diese Stausituation gesehen haben oder Portfoliooptimierung. Jetzt kann ich quasi in Realzeit Millionen von Varianten durchrechnen, vielleicht auch die ideale Zusammensetzung von diesem Zertifikat dann, und das kostet mich in Zukunft quasi nichts mehr dann, weil ich das eben machen kann dann. Das ist die Form dann. Also man hat immer mehr digitale Daten und man hat immer bessere Rechenleistung, und wenn man das geschickt mit den richtigen Algorithmen, die es schon lange gibt, zusammenbringt, dann kann ich daraus einen Geschäftsnutzen erzielen. Das heißt, sinnvolle Datennutzung, nicht nur Daten zusammen sammeln, sondern diese auch sinnvoll zu verwerten. Jetzt haben wir die Sammlung von Daten. Jetzt der nächste Schritt war dann, die Daten in die Cloud zu bringen. Also die wenigsten haben noch physische Rechner irgendwo stehen, alles bewegt sich in die Cloud. Maurizio, immer mehr Unternehmen gehen in die Cloud. Es gibt große Player wie Amazon mit AWS, Google spielt da auch groß mit. Wie schaust du so auf den Cloud-Computing-Markt? Wir hatten ja auch ein Themenprodukt in dem Bereich. Dort hat sich auch viel verändert. Wie schaust du dort so auf die einzelnen Aktien? Also der Bereich hat weiterhin hohe Wachstumszahlen. Also das ist unbestreitbar. Und die Thematik bleibt bestehen, weil schon nur die Anzahl der Daten, die wir ja heute speichern müssen, auch abrufbar haben müssen. Wir sehen das in unserem Finanzbereich, wo wir praktisch keine lokalen Server mehr haben möchten oder wollen, weil man die ja immer wieder updaten muss und aktualisieren muss. Also der Prozess ist unangefochten, geht weiter. Es ist einfach sicherlich, wie in jedem Zyklus gibt es eine Verlangsamung. Ich sage jetzt mal, es gibt halt weniger E-Commerce-Firmen, die im Moment auf den Markt kommen. Es werden aber sicherlich bestehende Firmen gezwungen, wahrscheinlich in die Cloud zu gehen. Und das wird weiterhin eigentlich die Unternehmen beflügeln, und die Wachstumszahlen werden über den langen Zeitraum relativ hoch bleiben. Es ist aber auch so, dass diese Firmen diese Cloud-Applications im Moment anbieten. Amazon hat ein Retail-Geschäft, welches im Moment leidet. Microsoft hat halt ein Gaming-Geschäft und hat eine Enterprise-Software-Geschäft, und die produzieren alles in Dollar, und der Dollar ist so stark geworden. Google hat ein Advertisement-Business im Moment. Also es gibt einfach im Zyklus drin oder im Mix wahrscheinlich Firmen, welche noch andere Businesses mittragen, die im Moment eine Verlangsamung sehen. Aber es gibt sehr viele Aktien, die ich auch im Portfolio von Thomas oder auch von Spiros wiedergesehen habe, die Effizienz in der Cloud steigern müssen. Das heißt, wie schnell gehen die Daten da rein? Sie müssen gesichert werden, sie müssen rein und rausgehen. Ich glaube, da ist viel wert, und da ist, denke ich mal, auch der Mehrwert für die Investoren da, dass man die Firmen identifiziert, welchen die Daten effizient, schnell, abrufbar und auch sicher machen können. Und Sicherheit ist, glaube ich, das große Schlagwort hier. Wir haben jetzt viele Daten, die gehen in die Cloud, und Sicherheit wird immer wichtiger. Stichpunkt Cybersecurity. Thomas, du hast es vorhin gezeigt, du hast das Thema schon sehr, sehr früh investierbar gemacht. Cybersecurity, natürlich jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine wieder ein Riesenthema. Du hast jetzt in deinem Index, glaube ich, auch Cybersecurity-Werte drin. Siehst du da eher eine Konzentration in dem Markt, oder denkst du, da ist relativ breit weiterhin Wettbewerb da?
Ja, das Spannende im Cybersecurity-Bereich ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass es wenig Vollsortimenter gibt, dann also die so einen Bauchladen haben und alles verkaufen, sondern der Cybersecurity-Sektor ist geprägt dadurch, dass es viele Spezialisten gibt, würde auch Hidden Champions sagen dann, die also ganz gezielt ein Marktsegment abdecken, wo sie die Nummer eins sind. Und deshalb ist Cybersecurity auch ein Markt, der für einen Einzelanleger, der jetzt sagt, ich setze auf eine Einzelaktie, extremst gefährlich ist. Da kann man wirklich, jetzt nochmal in der Russischsprache, ins Bodenlose dann auch stürzen. Dann würde ich, das ist eine fundamentale Überschätzung des Einzelanlegers im Cybersecurity-Sektor, weil das so viel Know-how dann erfordert und weil man wirklich dann auch stark daneben liegen kann. Und die neue Form ist, was Spiros auch angedeutet hat, ist zum Beispiel ein Unternehmen wie CrowdStrike, die wir da im Index drin haben, die AI mit Cybersecurity kombiniert und quasi Gefahren schon im Vorfeld erkennt und da so wie so eine Art internes Immunsystem im Unternehmen aufbaut und sagt, die nächsten paar Tage, da kommt was auf uns zu, wie eine Schlechtwetterlage, und da müssen wir schon proaktiv quasi drauf reagieren dann. Das ist so quasi die neue Form von Unternehmen, oder eine Cloudflare, die wir da drin haben, dann die ihre Produkte quasi unsere Entwickler kaufen oder nehmen das Produkt direkt im Internet, abonnieren das dann, die auch den Internetverkehr beschleunigen und sicherer machen dann. Das sind so neue, die rein digital arbeiten. Die brauchen keinen Vertrieb. Das funktioniert so, dass die Softwareentwickler das einfach buchen, und deshalb haben solche Unternehmen auch extrem hohe Bruttomargen dann. Aber das erfordert sehr, sehr viel fachlich spezifisches Know-how und hat weniger mit Finanzkennzahlen oder mit Bloomberg-Terminals zu tun, sondern da muss man schon dahinter schauen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema nochmal Cloud-Unternehmen generell. Wenn ich so 20 Jahre zurückschaue, dann, wo es noch kein AWS und Co. gab, wenn man da neue Unternehmen, ein Startup gründen muss, du wirst mir zustimmen, musstest du erstmal 2 Millionen raisen, um dann die Rechner zu kaufen und die Software, und dann hattest du erstmal gar nichts. Heute gehst du einfach in die Cloud und buchst es. Das heißt, du hast eben genau diese leichtgewichtige Form dann, dass du ein schnelles Unternehmen oder etwas ausprobieren kannst, funktioniert das dann. Und deshalb gab es auch in den letzten 15 Jahren so viele Neugründungen, so viele Startups dann, die eben gewachsen sind durch die Cloud. Und deshalb wird dieser indirekte Sektor im Cloud-Bereich enorm weiterhin profitieren, also auf Cloud-basierende Business-Modelle dann, die eben den Cloud-Anstrich haben dann. Sehr guter Punkt. Danke. Ja, Spiros, du bist auch im Cybersecurity-Bereich unterwegs, siehst du das ähnlich? Gibt es da, du bist ja auch nah an Startups dran, die sich spezialisiert mit diesem Thema beschäftigen? Ja, also, ja, es wurde schon viel vorweggenommen, es ist immer so, wenn man am Schluss dran kommt. Aber was ich hier, also ich habe ja vor Mediastalk erwähnt, aber das ist keine gelistete Firma. Aber was im Cybersecurity Space auch noch interessant ist und Cloud und Data ist, die Manipulation von Data. Stell dir vor, wenn man sich das vorstellen würde, man ist Patient. Also wenn jemand einen Hack macht, das ist ja schon schlimm genug. Aber wenn jemand die Daten manipuliert und man landet im Spital und der Arzt operiert mit falschen Daten, das ist ein Riesenproblem. Also vor dem habe ich eher Angst, weil das andere hört ja nie auf. Mein Spezialist in der Firma, wo ich investiert bin, sagt mir, wir entwickeln bessere AI-Software, also Algorithm, die anderen entwickeln besser. Es ist so wie Krieg, es hört nie auf. Also deshalb ist es auch eine Industrie mit der Vernetzung, die wir haben, die nie aufhören wird. Das ist wie die Mutter aller Probleme, Cyber Security. Aber das, dass man die Daten manipuliert, das ist schon scary. Weil dahinter extrem viel dahinter. Speziell im Medizinbereich. Genau, im Healthcare. Und definitiv. Das ist ziemlich scary. Aber scary ist ja gut, weil das gibt auch Opportunitäten. Weil was Thomas super bemerkt hat, ist, durch Cloud habe ich gar nie drüber nachgedacht. Hat es wirklich Firmen, Unternehmen gegeben, die es gar nicht gegeben hätte ohne. Und
Und von daher sage ich auch, wenn es eine Korrektur oder wenn ein Unternehmen untergeht, spielt gar keine Rolle. Es kommt immer jemand, der wieder neue Träume hat und sagt, oh, ich lerne von den Fehlern und von den Ideen der anderen. Und die kommen, ich kriege fast Gänsehaut, die kriegen dann irgendwie, da kommen wieder super neue Ideen. Also es hört nie auf. Also für mich ist dieses Cloud-Thema vor allem auch ein guter Vergleich, den du in deiner Präsentation gebracht hast mit dem Stahl und dem Supercomputer. Oder? Du brauchst keine großen Factories, du brauchst nicht irgendwie große Infrastruktur aufbauen, sondern du hast einen Rechner, deine Kapazität hast in der Cloud, hast eine Idee und legst los. Und ich glaube, da werden wir auch in Zukunft noch viel, viel mehr Companies sehen, die sich sehr, sehr schnell neu an den Markt begeben können. Einfach aufgrund, dass sie schmal aufgestellt ihre Geschäftsmodelle an den Markt bringen können. Und wir müssen auch sehen, zum Beispiel für uns hier, denken wir, Google bleibt für immer. Nee, weil zum Beispiel das iPhone oder irgendwann meine Brille wird der Gatekeeper sein, welche Search Engine ich brauchen werde. Also wenn wir alt genug sind, ich bin 57, haben wir schon viele Dinge gesehen, wo wir dachten, oh mein Gott, das bleibt immer. Aber vor Google gab es andere Search Engines als Beispiel. Das heißt, es wird immer ein neuer Player kommen, der die Dinge anders sieht und anders macht. Und ich meine, sogar Google jetzt muss sehr umdenken, weil, also das machen sie auch, aber die wissen ganz genau, die Zeit läuft ihnen ab, obwohl wir irgendwie jetzt denken, es könnte gar nicht ohne Google gehen. Aber es wird ohne Google gehen. Also ich bin nicht gegen Google, aber es wird ein anderer Player kommen, der Cloud Solutions braucht, der AI anders braucht und dann irgendwann denken die Leute, mein Gott, ja, vielleicht sollten wir die Search Engine brauchen. Also wenn du davon sprichst, muss ich immer an einen Namen denken und da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Das ist zum Beispiel das Thema Facebook. Facebook ist für mich ein Unternehmen, das hat sich die Sachen zugekauft, WhatsApp, und jetzt kommen sie auf die Idee, wir machen jetzt das Metaverse. Sicherlich ist das etwas, was wir in der Zukunft auch sehen werden. Und da gibt es ja viel Bestrebungen, aber da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Es gibt so eine schöne Kurve von Gartner über die technologischen Trends. Und da ist ein, vor allem Metaverse und das ganze NFT-Thema geht jetzt da schon so ein bisschen auf dieser Kurve nach unten. Aber Facebook ist zum Beispiel für mich so ein Unternehmen, wo ich, wenn ich es höre, immer denke, okay, für mich ist dort die Zeit so ein bisschen abgelaufen. Wie siehst du das, Maurizio? Ja, das ist sicherlich eine... Man kann natürlich sagen, dass sie die Zukäufe, die sie gemacht haben, die waren relativ smart. Also wir können immer noch sagen, dass WhatsApp in diesem Teil von der Welt das meistgebrauchte Kommunikationsmittel ist. Wir können uns auch eine Welt ohne WhatsApp im Moment nicht mehr vorstellen. Ich sehe es bei... zu Hause oder von den Leuten, wie Instagram genutzt wird. Ich denke, was früher das Zappen im TV war, ist heute einfach dieses Sliden im Instagram, und jemand kann sich praktisch seinen eigenen Werbefilm oder sein eigenes Business über diese Plattform generieren. Und eine neue Dimension, was die Werbung angeht, hat Facebook eingeleitet, also diese Social Commerce Ads, dass eigentlich die zugeschnittenen Werbungen einem eingeflüstert oder über das Handy mitgeteilt werden. Ich denke, dass da die Profite weiterhin relativ hoch sein werden. Nur es ist aber auch, wir leben mittlerweile schon seit 5, 6, 7 Jahren mit dieser Technologie, und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich neue Sachen kommen werden und dieses ablösen werden. Und ab da wirklich, TikTok hat, genau, das ist vielleicht schon ein gutes Stichwort, also Facebook muss sich neu erfinden oder die nächste gute Akquisition machen, weil, wie gesagt, die Gewinnwachstumszahlen, die sind eher im Rückzug, und normalerweise möchte ich Aktien kaufen, die steigende Gewinne oder die eine beschleunigende Kurve, Hockeystick wäre der Idealfall, aber für mich ist schon nur eine beschleunigende Earnings ist mein Zielpublikum. Deswegen die Frage ist, die müssen schon etwas liefern, sonst werden sie wahrscheinlich abgestraft werden oder nicht mehr so stark steigen. Man darf aber so Unternehmen nicht unterschätzen, weil, wie du schön gesagt hast, die haben super Einkäufe gemacht von WhatsApp, Instagram und sogar Metaverse, sehr mutig eingestiegen, extrem viel Geld reingesteckt, also, und der Outcome ist noch fraglich, aber man darf es nicht unterschätzen. Zum Beispiel, ich hatte mal Microsoft ausgezählt gehabt, aber dann kam es mit dem Subscription Model,
und ein neues Management und muss man sagen, Microsoft ist eine ganz starke Firma. Und ich meine, um so ein Riesenunternehmen wieder ein neues Businessmodell zu entwickeln, Microsoft sehr erfolgreich, IBM leider nicht. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man so riesig ist, ist es schwierig, als Elefant da eine Ballerina zu sein. Aber es ist möglich. Ja, du, also gute Steilvorlage, die du jetzt nochmal gibst, was ich vorher am Anfang auch gesagt habe. Es gibt eine DNA, dass man sozusagen erkennen kann, oder Pattern, Muster, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, wird oder bleibt dann. Bleiben wir mal bei eben der klassische Punkt, eben Apple und Microsoft, die sie jetzt über die letzten 40 Jahre so ein Hase- und Igel-Spiel geliefert haben. Mal war der eine weiter vorne, mal der andere. Wenn man sich das mal näher anschaut, dann muss man feststellen, dass, wenn man mal bei Apple anfängt, also als sie beide angefangen haben, hat Apple einen Vorsprung gehabt, Microsoft war etwas hinterher. Bill Gates hat dann erkannt, möglichst die Software, die Plattform allgemein zu halten, dass Drittentwickler die Möglichkeit haben, also developer-friendly zu sein, also nach außen offen zu sein, dann, damit Dritte auf der Basis Software entwickeln können. Heute wird man sagen, ein Ökosystem entstanden ist. Genau das ist passiert, nämlich die PC-kompatiblen Computer, die draußen waren und andere auf, also die Lizenzen verkauft haben von Windows, er davon profitiert hat, von Office, und andere haben auf Basis von Windows weitere Software entwickelt. Das hat dazu geführt, dass Windows der dominierende Standard geworden ist. Apple hingegen hat seinen Vorsprung erstmal nicht genutzt, und ich kann mich nur erinnern, als ich als Informatiker angefangen habe, habe ich gesagt, Mensch, Apple eigentlich cool, aber du als Entwickler kannst nichts machen, da ist Jobs hat dich nicht rangelassen an die Kiste. Also war der Macintosh verschlossen und du konntest keine Software machen. Was gab es nur? Software von Apple selber, von Claris und von Adobe. Mehr konntest du nicht kaufen. Das war wie Kommunismus dann. So. Und dann irgendwann ist dann Jobs zurückgekommen, dann zu Apple, und hat dann erkannt mit dem Thema, dass der Game Changer war bei Apple eben nicht das iPhone, sondern war tatsächlich eigentlich das iOS und der App Store, dass also Drittentwickler endlich die Möglichkeit haben, nach Jahrzehnten, dem was sie mit der Hufe geschart haben, jetzt kann ich endlich für diese Plattform Software entwickeln. Das war der Game Changer, das Ökosystem. Und auf der anderen Seite gab es zu dem Zeitpunkt einen Herr, der hieß Steve Ballmer bei Microsoft, der hat alles zertrümmert, was nicht Microsoft war, der gesagt hat, Open Source ist ein Krebsgeschwür, dann, und ist genau diese Betonhaltung gegangen, die Jobs gegangen ist. Also ist Microsoft zurückgekommen. Da hast du gesagt, dann kam Satya Nadella zurück als CEO. Warum? Weil er wieder die Wurzel von Microsoft erkannt hat, nämlich an erster Stelle Developer First. An erster Stelle stehen die Entwickler, und er hat gesagt, Mensch, wir haben früher auch für die Mac-Plattform Software entwickelt und haben darunter nicht gelitten, im Gegenteil, davon profitiert, auch viel Know-how. Also wir produzieren wieder, uns ist es egal, wo unsere Software drauf läuft, Hauptsache wir verkaufen Software. Microsoft hat sich wieder geöffnet und Microsoft hat wieder deutlich zugelegt. Was zeigt uns das? Das heißt, solche Unternehmen, die es schaffen, offen zu bleiben, offen für die neue Welt und attraktiv zu bleiben dann und ein Ökosystem zu bedienen dann und das healthy zu halten, die werden davon profitieren. Das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, dass man erkennen muss dann auch, was ich gesagt habe, Total Addressable Market dann, also welchen Markt können die Unternehmen adressieren, können sie quasi immer weiter wachsen, indem sie sich quasi für die Zukunft offen verhalten. Und wenn das ein Unternehmen in der DNA weiterhin lebt und hat, dann sozusagen haben sie als Investor auch da langfristig die Freude dran. Oder wie bei Warren Buffett eben, der mit 87 eben noch gesagt hat, ich gehe jetzt mit 40 Milliarden groß rein bei Apple, weil er eben auch weiter bereit war zu lernen dann und eben nicht auf seinem Dogma sitzen geblieben ist. Ja, das ist einfach so dann, ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch. Es ist immer wieder schön, mit euch über Technologie und über die Themen von morgen zu sprechen. Lernen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir können auf dem Thema speziell von euch noch ganz viel lernen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch allen, bei jedem, der online zugeschaltet war, und natürlich auch bei jedem, der hier den Weg zu uns gefunden hat. Abschließend möchte ich euch nicht nur danken, sondern auch nochmal darauf hinweisen, wir haben es eingangs gesehen, Technologie und Nachhaltigkeit sind die großen Treiber für die Zukunft und vor allem für eine gute Zukunft. Und um das
zu tun, gilt es schon heute in diese Zukunft zu investieren, das Geld in die richtigen Technologien, in die richtigen Themen und in die richtigen Trends zu stecken. Und hier auf amc.ketfp.ch finden Sie alle unsere investierbaren Themen, weil, und wir werden das auch in Zukunft machen, diese Themen weiter begleiten, weil wir haben es heute oft gehört, das Thema DNA. Das steckt nämlich auch in unserer DNA. Wir legen nicht nur solche Themen auf, sondern wir begleiten sie auch aktiv, entweder als aktiv gemanagtes Zertifikat oder eben mit Veranstaltungen wie heute, dass wir uns anschauen, welche Themen haben funktioniert, wie kann man weiter investieren und welche sind die Themen der Zukunft. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank. Und ich bedanke mich bei euch allen und wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Danke.